Hallo Volleyball-Freaks! Herzlich willkommen zur 13. Ausgabe des Volleyball-Freak Trainer Talks. Und heute haben wir einen ganz, ganz besonderen Anlass. Ich würde sagen, es ist eine Deutschland-Premiere. Und zwar haben wir eine Live-Schalte nach Gießen. Und was wir da mit euch vorhaben, wird euch Jan gleich weiter verraten und wer da auch alles da vor Ort ist. Bevor ich aber an Jan übergebe, wie immer das Obligatorische, wenn ihr auf Facebook seid, schreibt mal einen Kommentar rein, passt der Ton, passt die Videoqualität, lasst uns gerne schon ein paar Likes da, damit wir möglichst viele Volleyballer, Trainer und die vielleicht es auch noch werden wollen, heute Abend erreichen können und teilt am besten auch den Stream, damit wir einfach heute megamäßig viel erreichen, weil heute ist ein Ding, das habt ihr so in Deutschland noch nicht gesehen. Und ich bin froh, dass ich da heute mit Volleyball Freak eine Plattform dem Ganzen bieten kann und bin gespannt, was wir in den nächsten 3 Stunden heute erleben werden. Und ja, wir schauen mal. Ihr habt schon ein paar Stimmen gehört. Also Jan, erzähl mal, wen haben wir da heute alles eingeladen? Also ich sehe ganz viele Menschen heute. Also erstmal herzlich willkommen zum 13. Trainer-Talk. Wenn mir jemand erzählt hätte, im März, dass sich das daran entwickelt, hätte ich das auch nicht gedacht. Wir haben heute das Thema Technikkorrektur. Und Technikkorrektur ist ein Thema, was natürlich live in der Halle am besten funktioniert. Und der Andreas Wilkitz ist auf mich zugekommen, zusammen mit Martin Richter, und gesagt, wollen wir nicht mal eine Live-Schaltung aus der Halle machen? Die beiden haben unglaublich viel gerödelt und haben eine Halle besorgt in Corona-Zeiten, haben 4 Spieler besorgt. Und deswegen haben wir heute die Möglichkeit, in den Grundtechniken Pritschen und Baggern, ich erzähle später, warum wir das bewusst so genannt haben, wie wir Technik korrigieren können. Da gibt es sicherlich viele Trainerphilosophien, aber heute möchte ich, dass alle Zuschauer hinterher was nach Hause nehmen und zu sagen, hey, das Fehlerbild habe ich schon mal gesehen. Das kenne ich nicht. Da würde ich gerne, diese Korrektur finde ich gut. Das heißt, es geht darum, maximal mit in unsere Trainerwelt in Deutschland, Österreich und auch in der Schweiz hinauszutragen. Das ist der Sinn und Zweck, was wir heute versuchen. Das alles ist ein Versuch. Da wird bestimmt was schiefgehen. Da freuen wir uns auch drauf, denn dann lernen wir auch, was schiefgehen können. Bis jetzt hat Andreas das geschafft, dass noch nichts schiefging. Das Bild ist flüssig, alle sind da, das Licht ist an, es funktioniert alles sehr, sehr, sehr gut. Ihr seht, er hat da auch ganz wenig Technik aufgebaut. Ich freue mich, dass wir als Trainer heute dabei haben. Fange ich hier an, weil euer Bild gerade da, ich es gerade sehen kann. Martin Richter, jetzt gehst du aus dem Bild. Hier bin ich. Weißes T-Shirt, Martin Richter, die letzten 3 Jahre, glaube ich sogar, Co-Trainer bei den Helios Grizzlies. Die letzten 2 Jahre in der ersten Liga. Ich hoffe, ich tue den Grizzlies jetzt nicht unrecht. In der nächsten Saison allerdings als Trainer der Drittligamannschaft, der super zweiten. Das sieht man, steht schon auf der anderen Seite. Herzlich willkommen, Martin. Schön, dass du da bist. Neben ihm steht Stefan Drews. Stefan Drews macht mit Martin zusammen, korrigiert mich, ich habe jetzt versucht nachzulesen, kein erster, zweiter, sondern ihr macht die zweiten Herren, dritte Liga nächste Saison zusammen. Auch Stefan Drews ist lange erfahren im Volleyball und ein bekanntes Gesicht. Auch schön, dass du da bist, Stefan. Vielen Dank, dass es geklappt hat, dass auch du in die Halle kommst. Großartig. Im Zoom-Seminar haben wir heute... haben wir noch Peter Puri, Landestrainer Mädchen, Westdeutscher Volleyballverband. Peter, ich glaube, du bist schon ewig im Westdeutschen Volleyballverband tätig, warst zwischenzeitlich ein paar Jahre am Stützpunkt in Münster. Auch viel, viel, viel Erfahrung im Technikbereich. Schön, dass du heute auch da bist. Hallo, Peter. So, last but not least, aus dem NWVV Uwe. Wo bist du? Hier Uwe Wallenhorst. Uwe Wallenhorst, auch im Nordwestdeutschen Volleyballverband tätig. Ich habe allerdings nicht ganz gefunden, bist du auch Landestrainer? Das warst du bestimmt schon mal. Hallo Uwe. Hallo zusammen. Ja, ich bin in Koordination Lehrreferent und Landestrainer. Aktuell trainiere ich den Jungkader 0506. Ja, ich habe über dich gelesen, auch du warst schon in der zweiten Liga tätig, auch wie gesagt sehr erfahren. Uwe, ganz toll, dass du dabei bist. Herzlich willkommen auch dir. Hallo zusammen. So, dann kann den Andreas, den haben wir ja schon gesehen. Andreas Wilkins sitzt heute an der Technik. Andreas Wilkins ist der
Na, jetzt kannst du dich nochmal zeigen, genau. Andreas Wilkens ist auch im MBVV tätig und ist der Vater des Wobamooks, ein Online-Training-Portal. Ich glaube, seit 2016. Ist das richtig, Andreas? Du darfst auch was sagen. Du kannst nichts sagen. Wir hören dich nicht. Wir hören dich nicht. Endlich geht was schief. Nein, wir hören dich immer noch nicht. Das ist okay. Martin, kannst du uns denn noch hören? Können wir euch aus der Halle noch hören? Jetzt geben wir denen ein bisschen die Zeit. Ich höre auch Steffen nicht mehr. Ja, ich habe aber auch stumm geschaltet. Achso, ich war jetzt kurz davor, meinen Rechner neu zu starten, wenn ich euch alle nicht höre. Nein. So, ihr versucht aus der Halle einfach mal wieder was zu sagen, bitte. Ich höre aus der Halle nichts. Das ist ja schön. Das kriegen wir aber noch hin, bestimmt. Das kriegen wir hin. Peter und Uwe, toll, dass ihr da seid. Ich würde heute, wir haben uns überlegt, dass wir Pritschen und Baggern machen. Wir haben es ganz bewusst nicht Zuspiel genannt oder oberes und unteres Zuspiel oder Annahme, weil es uns heute darum geht, dass wir die Knotenpunkte und Technikkorrekturen erstmal der Technik isoliert machen. Dann ein bisschen aus der Bewegung nach 2, 3 Schritten. Und dann können wir vielleicht auch spezifische Sachen, wenn wir noch Zeit haben, angehen. Zum Beispiel, das Zuspiel läuft von Läufer 1 rein, das Zuspiel läuft von Läufer 5 rein. Wenn man halt nicht unbedingt perfekt unter dem Ball steht, was man dann noch machen kann. Ich würde jetzt, Andreas ist noch, Andreas wartet noch. Jan, ich hätte mal überbrückt gerade, ich wollte dich eigentlich gerade fragen, so zur Begrüßung, ob du einen HSV-Schal hinter dir hängen hast am Fernseher, aber dann hätte ich einen blöden Spruch gemacht, aber den erspare ich mir dann jetzt. Ne? Also nee, das Grüne ist von Alzertal Langenhorn und der dunkelblaue da hinten, das ist kein HSV-Schal, das ist vom Volleyballteam Hamburg tatsächlich. Du hast ja Glück gehabt. Ja. Und der HSV, ja Gott, lass uns nicht drüber sprechen. Wir gucken dann einfach mal, was dann so mit dem HSV zu tun ist. Sag ich als Schalker, ist genauso schlimm. Ja, ist das so. Peter, erzähl doch mal ganz kurz, ihr seid so lange tätig in der Ausbildung im Pritschen. Was ist bei euch wichtig? Was sind für euch die ersten Schritte, die ihr bei dem Technikerwerb Pritschen mit Mädchen, Jungs, die bei euch in den Kader kommen, was sind eure ersten Schritte, die für euch wichtig sind? Ja, die Frage ist ja tatsächlich, deswegen finde ich das eigentlich von der Formulierung her ganz gut gewählt, dass ihr Pritschen Baggern genommen habt, in welcher Altersklasse man gedanklich ansetzt. Und ich denke halt eben, dass man viele, viele Baustellen vermeiden kann, wenn man schon in der Anfängerausbildung die 2, 3 Technik-Keys, die beiden 2, 3 Technik-Knotenpunkte halt so intensiv schult, dass ich dann später in der Spezialisierung halt deutlich weniger Probleme habe, erst Dinge wieder rauszubringen. Und mir persönlich ist eigentlich erstmal, da sind 2 Knotenpunkte erstmal die wichtigsten. Das eine ist ganz unten die Füße, also das Laufen zum Ball, die richtige Spielstellung zum Ball, das Ausrichten. Und das zweite, wenn es tatsächlich um Pritschen gehen soll und im Kindervolleyball nicht um, ich sag's immer sehr, sehr rustikal, den Ball durch die Gegend stochern, dann ist es mir einfach wichtig, dass ein Spiel mit dem Daumen überhaupt erstmal geschult wird. Also eine enge Handhaltung. Und eine Daumenbeschleunigungsbewegung, also aus dem Handgelenk heraus. Was passiert? Wir sind hier unter uns, wir sind 6 Leute und alles ist gut. Ganz und easy. Aus dem Ellbogen heraus. Kann man halt hören aus diesen? An. Andreas, wir hören euch wieder. Ja? Ihr könnt es wieder hören? Allesamt? Also ich kann dich wieder hören und Steffen scheint dich auch wieder zu hören. Und Peter und erst provozieren. Auch. Großartig. Ja, kommt an. Es klang auch so, als hätte jemand den Regler langsam wieder hochgedreht. Es ist in Ordnung. Martin, tut mir doch mal bitte den Gefallen, stellt mal vor, was für 4 Spieler ihr uns mitgebracht habt. Genau, also alle 4 Spieler,
selbst vorstellen. Henry, komm nach vorne. Ein bisschen lauter. Also ich bin Henry Hebestreit, ich bin 15 Jahre alt, ich spiele seit 8 Jahren Volleyball und ich spiele in der Bezirks- und Landesliga und spiele im Kader. Henry, toll, dass du uns hilfst heute, vielen Dank. Ich bin Helene Peckmann, bin 9 Jahre alt und spiele Volleyball, seit ich denken kann. Toll, Helene, ganz großartig. Ja, ich bin der Timon, ich spiele jetzt seit 11 Jahren Volleyball und seit 4 Jahren bei den Grizzlies. Spiele in der Landesliga und in der Bezirksliga und im Kader. Spielst du seit 11 Jahren Volleyball? Alle verrückt hier, ja. Ich bin Alida, ich bin 14 Jahre alt, spiele seit 1 Jahr Volleyball und spiele in der Bezirksklasse. Hallo Alida, das ist großartig. Toll, dass ihr da seid und dass das jetzt auch alles klappt. Ich sehe, wir haben da schon zwei Zuspielkörbe, die habt ihr euch wahrscheinlich auch noch ausgeliehen, die hat ja auch nicht jeder Verein. Was gibt es da für Möglichkeiten, wenn man solche Körbe nicht hat? Man kann das mit Basketballkörben machen. Ich kenne diese Korfballkörbe auch, die man machen kann. Neulich habe ich gesehen, dass jemand da oben einen Ballwagen hingestellt hat, ein bisschen quer. Gibt es sicherlich viele, viele Möglichkeiten. Also die einfachste Bastelmöglichkeit sind 2 Sachen. Wenn man tatsächlich mal einen alten Ballwagen zur Verfügung hat, egal, ohne Räder, ohne irgendwas, ein großer Kasten mit 2 kleinen Kästen obendrauf, Ballwagen obendrauf gestellt, funktioniert immer. Hochsprungständer in der Halle funktioniert, also wenn sie die passende Höhe haben, dann gibt es so schöne Vorrichtungen, wo man dann eine Latte drauflegen kann und da kann man wunderbar die Ballwägen auch oben einhängen. Auch das funktioniert, ohne dass ich dafür extra investieren muss. Oh, prima. Also, wir wollen mit dem Pritschen anfangen. Das heißt, wir bräuchten jetzt, dass ein Spieler erstmal anfängt. Ich weiß nicht, wie ihr das mit den Kameras geplant habt, dass man relativ in Großaufnahme den Spieler sehen kann, wie er oder sie pritscht. Martin, wie habt ihr euch das gedacht? Ja, genau. Also, die Idee ist, dass ich die Gleichheitswahl in 2 Zweierpärchen 1-1 sage, wir pritschen lasse. Das wird so 1-2 Minuten dauern. Unsere Idee ist, ja, wie gesagt. Ihr müsstet ein bisschen lauter sein, ich höre euch kaum. Kannst du mich nicht hören, Andreas? Ja, aber sehr leise. Ja, das Mikro lauter. Ist. Jetzt geht es wahrscheinlich besser, ne? Ja, ein bisschen lauter. Die Technik. Also, wir werden gleich 1-1 anfangen. Erstmal ein paar Bälle pritschen sehen. Ich sag mal so 1-2 Minuten. Und unsere Idee ist, dass vielleicht ihr da in der Zoom-Konferenz, aber auch die ganzen Teilnehmer draußen einfach schon mal gucken können, was ihnen so auffällt, vielleicht ein paar Fragen formulieren können und ansonsten einfach nochmal für sich selbst so, welche Knotenpunkte sind zu beachten und was für Fehlerbilder kann ich schon erkennen. Und im Anschluss werden wir uns dann die einzelnen Spielerinnen und Spieler eben angucken und auch im Detail dann eben Verbesserungen vornehmen und dann Ideen gerne auch aus dem Forum eben aufnehmen, was man für Übungen machen kann und wie wir da jetzt am besten vorgehen, um besser pritschen zu können. Das ist okay. Lasst die mal kurz ein bisschen spielen, damit wir sie sehen können. Da können genau. Wir auch die verschiedenen Macht mal Kameras zwei mit. Ja, guck mal. Sensationell. Wie viele Kameras hast du im Einsatz, Andreas? Wir haben 4 Kameras im Einsatz. Okay. Bin mal gespannt, dass wir nachher ein bisschen näher rangehen können, damit wir die Hände besser sehen. Geht mal ein bisschen mehr nach innen, weil wir den Ballkorb haben, dass ihr euch nicht verletzt. Bin noch ein bisschen rüber. Ja. Also wir haben 4 Kameras im Einsatz. Davon ist auch eine mobil, die wir durch die Halle fahren können, sodass wir also eigentlich die meisten Perspektiven einfangen können, je nachdem, was wir eben zeigen wollen oder was die Zuschauer sehen wollen. Ich kann einmal kurz zeigen, wir haben tatsächlich 91 Zuschauer in Zoom und 107 auf Facebook. Also ach so, Stefan. Mehr als der. Kannst du mit der Kamera so ein bisschen mal ranfahren? Genau. So, ich habe mir jetzt Folgendes gedacht, Martin. Ja, ich höre dich. Ich habe mir Folgendes gedacht, dass ihr eine Großaufnahme, wir fangen gerne mit Alida an, das können wir ja machen, dass sie Bälle zugeworfen bekommt, dass sie sich nicht bewegen muss, also dass sie keine 3 Schritte gehen muss, dass sie in Ruhe pritschen kann. Das ist allerdings nicht Alida, das weiß sogar ich, aber wir können auch gerne mit Helene anfangen. Fangen mit Henry an, ja. Ja, das machen wir. Ist mir ein Ball? Ich hole mir einen Ballwagen. Wir haben 4 Coaches.
Und ich habe mir Folgendes überlegt. Wir sind hier nicht bei Voice of Germany. Ja, Alina, gehen wir zu Alina. Wir schauen uns jetzt den ersten Kandidaten an, wie sie pritscht. Hier, wir pritschen, Henry. Auf geht's. Ich werfe dir die Bälle zu und du pritschst zurück. Ja. Hast du Henry im Bild? Nee. Ja. Andrea, schalt mal Henry, ne? Schaltest du Henry mal? Ja, wir fangen hier an mit Pritschen. Wir fangen mit Henry. So, stopp mal bitte noch. Sehr schön. Das, jetzt habe ich die Verzögerung auch drauf. Ich habe mir das so gedacht. Wir haben 4 Coaches. Wir haben Martin, Uwe und wir haben Peter. Und wir haben Stefan. Entschuldigung. Und wir machen das so, dass wir uns einen Kandidaten anschauen, wie er oder sie pritscht. Die 4 Coaches können die Hand heben, wenn sie eine Korrektur haben. Wenn ihnen was auffällt, was sie korrigieren wollen würden. Und der Spieler kann sich dann aussuchen, wer der Coach ist, ihm die Korrektur ansetzt. Dieser Coach ist dann aber auch erstmal für diesen Spieler zuständig. Das heißt, die anderen Coaches können so nachfragen, hey, warum korrigierst du das so oder korrigierst du das so? Ist das einigermaßen verständlich? Ich möchte nicht, dass 4 Coaches auf einen Spieler einreden, sondern dass einer quasi die Führung übernimmt. Also, wir sind hier bei Henry. Martin hat nun gerade zu tun, deswegen würde ich sagen, Uwe, Peter und auch Stefan, wer von euch würde denn gerne was dazu sagen? Ja, wer würde da was zu sagen wollen? Oh. Kann ich machen? Okay. Bis jetzt gucken wir erstmal zu, ob sich gewisse Bewegungen wiederholen, um auch eine Wiederholung festzustellen, weil sonst neigt man dazu, relativ schnell Einzelheiten zu korrigieren, aus meiner Sicht. Wer da gerade gesprochen hat, war das Stefan? Ja, Stefan. Ah, okay. Also Henry müsste die Hände etwas höher nehmen, mehr über der Stirn agieren. Ja. Kann Henry das hören? Ja. Ja. Okay, dann sprich Henry ruhig direkt an. Okay, ja, Henry, ne, die Hände mehr über der Stirn. Und im Moment des Abspiels etwas ruhiger in der Körperhaltung, stabiler. Oh, das ist gut. So. Darf ich auch schon zwischen? Na klar. Okay. Wenn wir jetzt mal die Füße, können wir glaube ich nicht sehen. Ne? Aber bei Henry ist es so, je nachdem wie Martin den Ball anwirft, verändert sich auch die Fußstellung bei Henry. Das heißt, er soll ja die Hände mehr über den Kopf nehmen, dafür müssen aber auch die Fußstellung immer gleich sein, nach Möglichkeit. Je nachdem, wie Martin das gerade variiert, hat sich eben gerade noch die Fußstellung verändert und jetzt versucht er es immer wieder gleich nachzuziehen. Also immer wieder den gleichen stabilen Stand einnehmen. Ne, jetzt ist er sogar gehüpft in dem Fall. Sag ihm, was er machen soll. So, jetzt passt es doch langsam. Ja. Martin jetzt noch ein bisschen variiert im Anwurf, dass Henry mal gefordert ist, sich zu positionieren. Und als dritter Punkt noch Streckung der Ellenbogen im Abspiel. Ja. Peter, wenn du das Gefühl hast, die da in Niedersachsen, die haben alle keine Ahnung, dann hau da ruhig dazwischen. Ich wollte nicht dazwischen grätschen, weil du gesagt hast, es sollen nicht alle gleichzeitig irgendwie was dazu beitragen. Wir überlassen die Dynamik mal. Geht noch, Henry? Also ich bin erstmal völlig bei Stefan Drews gerade. Ja, also Füße hätte ich genauso gesehen. Ja, also er versucht halt eben mit einem Vorwärts- oder einem Rückwärtssprung die Positionierung auszugleichen. Die Füße sind extrem eng, also keine gute Druckfläche in dem Sinne. Ne? Jetzt da ist es besser, genau. Dadurch halt relativ instabil. Aber ich würde gerne, dürfen wir jetzt irgendwie was an Übung vorschlagen? Oder ich weiß nicht, ob jemand in der Lage ist, jetzt nur auf Zuruf Dinge zu verändern. Ja, schlag was vor, gerne. Also ich finde es schön, wenn jemand wie Henry, der das gut macht, aber wenn er mal isoliert nur die Hände machen dürfte. Also zum Beispiel auf einer Kiste hochkant sitzend einen geworfenen Ball spielen, ja, dass er mal ein bisschen mehr Daumen bekommt. Und diese Impulsgebung, die er extrem aus dem Ellbogen macht und extrem weit nach vorne gestellten Daumen halt eben gibt, man ihm das mal wegnehmen würde. Peter, wir haben Petsi-Ball oder eine Kiste? Was möchtest du gerne haben? Ist egal. Wenn der Petsi-Ball für Henrys Größe passt, dann auch gerne den Petsi-Ball.
Also dass wir so ein bisschen im Dreieck mal spielen, ne? Also der Martin eben vielleicht, ja oder so. Ja. Im Dreieck fände ich ein bisschen angenehmer, das könnte man dann auch besser sehen, wenn Martin die Bälle anfängt, anwirft und der Kollege links. Genau. Der ist auch ganz gut, dann haben wir da von hinten drauf, Alida, Helene mal hier mit rüber. Ja, komm bis nach vorne, Genau. Geht das so, haben wir ihn dann da von hinten drauf und ihr habt ihn da von vorne. Lange Beine. Ja, und Timon gibt mir, Helene gibt mir die Bälle zurück. Ja. Henry, drehst du dich mal noch ein bisschen zu vier raus? Genau, dreh mal mit dem rechten Bein rum. Das linke Bein kannst du Martin zeigen. Genau, gut. Ja. Jetzt, also du kannst schon die Schulter und die Hüfte schon noch ein bisschen aufdrehen. Die Hände sind oben. Nehmen wir die Hände nach oben. Hoch die Hände. Oben lassen. So, und jetzt probier mal bitte, die Hände etwas enger zu nehmen. Also den Daumen nach hinten zu drehen. Dreh mal den Daumen etwas nach hinten als Grundposition. Warte. Ja. Den Daumen etwas nach hinten drehen, die Arme sind fast gestreckt, noch mehr den Daumen nach hinten, genau, und aus der Bewegung mit der Hand, schieb mal mit dem Daumen den Ball nach vorne raus, mit dem Daumen, genau, gut, locker die Hände und mit dem, ja, das ist besser, gut. Und wenn du kannst, wenn das jetzt passt, Henry, dann versuch mal die Ellbogen so gut wie möglich gestreckt zu lassen, lass sie mal wirklich oben, du brauchst den Impuls aus den Ellbogen gar nicht, gut, Daumen wieder hinten, jetzt ist er wieder vorne, Daumen nach hinten, genau, und bams. Gut, das ist besser. Gut. Ja, weil diese Impulsgebung, jetzt hat er natürlich noch den Petsi-Ball, ne, und stößt sich so ein bisschen ab, aber diese Impulsgebung zeigt, dass er das eigentlich mit den Ellbogen und auch der Hüftstreckung so überhaupt nicht benötigt. Ich würde vorschlagen, das war der erste Impuls für Henry. Wir nehmen den nächsten und dann macht Henry noch einen kurzen zweiten Durchgang. Schnappen wir uns die nächste. Komm, nehmen wir mal eine Dame. Steffen, ich würde sagen, dann übernehmen du doch mal Alida, was du siehst. Ich weiß nicht, ob sie ist keine Spielerin von dir, richtig? Stefan hört mich nicht. Stefan, ich bin da. Ja, im Verein, genau. So, jetzt gucken wir erstmal wieder, ob sich Dinge wiederholen. Das ist, finde ich, ein ganz wichtiger Hinweis. Ich nenne das immer so ein bisschen korrigieren, erst beim zweiten hinschauen und dem Zufall mehr Raum geben. Das finde ich für angehende Trainer ganz wichtig. Lieber ein paar Mal mehr gucken, bevor man gleich nach der ersten Wiederholung meint, irgendwas zu sehen und es sagen zu müssen. Ja, absolut richtig. Bin ich völlig bei dir. Irgendwo habe ich das mal gehört. Dem Zufall Raum geben, fand ich super. Klang auch sehr gut. Jetzt schaut mal ähnlich wie bei Henry gerade, schaut mal nur nach oben. Es ist wieder ähnliche Grundpositionierung. Die Ellbogen sind außen, der Daumen ist vorne. Schaut mal, was die rechte Hand macht im Moment des Ballkontaktes. Die fällt ihr nach unten weg. Ja, und ich würde jetzt immer wieder sagen, dass man als Trainer mal mit der Spielerin mal sprechen sollte, was wiegen denn solche Arme? Das sieht so aus, als wenn ihre Arme 100 Kilo wiegen und man muss die halt immer wieder runterschlackern lassen. Also das ist schon besser, aber seht ihr, trotzdem fallen die Hände weg. Ne? Ich finde das toll, dass die Spieler das alles hören, das Andreas, das ist wirklich großartig, was ihr da aufgesetzt habt. Aber da sieht man es auch mit dem Daumen, genauso wie bei Henry auch, der Daumen ist vorne. Ne? Ne? Und der Balltreffpunkt ist ja schon fast auf Nasenhöhe, ne, zwischendurch. Andererseits, Alida, für ein Jahr Volleyball ist das ganz schön gut. Und ich möchte mal ganz kurz was sagen. Habe ich ein Mikro an? Ja. Also was gerade passiert, wir haben hier 9-Jährige, 14-Jährige, 17-Jährige, die müssen erstmal mit der Situation klarkommen. Da ist die Kamera, ich auch, wie man sieht. Dass die jetzt hier wirklich beobachtet und von vier Trainern korrigiert werden. Also erstmal ist es für mich ein Applaus wert, ja, wenn man applaudieren darf bei Corona, jeder für sich. Ja. Aber das werde ich auch mal an der Stelle noch mal kurz sagen. Das war mein Kommentar jetzt erstmal. Du kannst Alida auch noch mal sagen, dass wir 250 Zuschauer mittlerweile haben. Dann fühlt sie sich bestimmt noch besser. Alida, das ist ganz easy. Voice of Germany hat 1 Million. Also alles entspannt. Okay, jetzt müssen wir wieder auf die Technik gucken. Wenn ich auch noch mal was sagen darf. Jetzt sehen wir auch ganz, ganz klar auch wieder die Fußstellung. Und vor allem auch nach dem Zuspiel geht sie auch fast immer einen Schritt nach hinten. Ja, als ob sie den Druck nach vorne weggibt, ja. Macht sie danach den Schritt zurück.
Und das ist auch mal wichtig, dass der Trainer oder die Spieler, die anwerfen, auch konstant anwerfen. Wie groß bist du? Weißt du das? Ich habe es nicht gehört. 1,73, sagt sie. Was sagt sie? 1,75? 1,73, ja. 1,73. Also es ist ja schon eine relativ große Spielerin, ja, und mit langen Hebelverhältnissen, auch mit extrem langen Armen. Ja. Wenn man da halt eben diese Rücklage, die sie halt eben bekommt und das auch mit diesem Rückwärtssprung oder Rückwärtsschritt ausgleicht, das ist bei diesen langen Hebelverhältnissen jetzt nicht so ungewöhnlich. Ne? Also das ist wieder, ich denke, so ein typisches Beispiel, jetzt mal völlig unabhängig von der Grundtechnik, oberes Zuspielpritschen, der Rumpfkräftigung sehr gut tun würde. Uwe, was sagst du dazu? Ja, also ich gebe da Peter recht. Also erstmal, sie hat Probleme, halt die langen Extremitäten unter Griff zu bekommen, gerade auch die Beine und Füße. Sie braucht halt mehr Zeit, das wirft Stefan die Bälle, glaube ich, ein bisschen höher an als gerade, dann hat sie mehr Zeit, sich vorzubereiten. Ja, und sie muss halt im Schulter-Arm-Bereich stabiler werden, was Peter sagt, dass die Hände zu schnell runterfallen. Das andere jetzt mit dem Daumenimpuls ist dann, glaube ich, erstmal sekundär zu betrachten. Die hat auch einen relativ langen Ballkontakt in den Fingern. Aber es ist sicherlich halt einfach der Zeit geschuldet. Sprich, sie ist noch sehr volleyballjung. Okay, was für Tipps würden wir Alida jetzt mitgeben, die sie gleich in der zweiten Runde bedenkt? Also wenn ich wieder eine Übung eben für Sie reingeben dürfte, glaube ich, würde das helfen, wieder mal um die Hebel auch mal wieder rauszunehmen und auch erstmal wieder den oberen Teil in den Griff zu bekommen. Alida, würdest du dich mal einmal hinsetzen, bitte? Wir nehmen jetzt mal einen Kasten. Setz dich mal einfach da wo du bist, setz dich mal da. Ruhig auf die Erde, ist schon richtig. So, jetzt nimm dir mal einen Ball dazu. Und der Steffen kann sich bestimmt ein bisschen näher ranstellen. Dann nimm mal die Füße ein bisschen auseinander jetzt. Versuch mal mit dem Daumen über den Ball aus dem Handgelenk den Ball so 2-3 Mal auf die Erde zu ticken. Auf die Erde, bei dir zwischen den Beinen auf die Erde. Nur mit dem Daumen. Nee, nicht mit den Fingerspitzen, mit dem Daumendruck, also den Daumen oben. Genau, gut. Und jetzt gibst du dem Steffen mal eben den Ball. Und jetzt so aus 1 Meter Distanz mal zuwerfen. Du nimmst die Hände nach oben. Nimm mal die Hände wieder nach oben. Hoch, nee, das ist nicht hoch. Noch höher. Okay, noch höher. Und der Daumen ist wieder hinten. Jetzt ist er wieder vorne. Daumen nach hinten. Und da pritscht du nach oben. Und richtig oben. Über Kopf. Noch höher. Genau, schon besser. Und die Arme strecken. Ja, okay. Nicht schlimm. Arme strecken. Ja. Arme strecken. Und Daumen hinten. Okay. Besser. Daumen hinten. Gut. Oh ja. Gut, der Stefan fordert dich ein bisschen. Das ist in Ordnung. Gut. Aber auch da seht ihr, dass die Alida ohne Probleme in der Lage ist, ohne den Ball so tief fallen zu lassen, ohne den Balltreffpunkt zu verändern, den Ball zu beschleunigen. Ja? Und diese zwingende Situation hier, die sorgt zumindest dafür erstmal, dass sie auch ihre langen Arme und auch den Spielpunkt ganz gut lösen kann, wieder mit der Handgelenkschleife, mit dem Daumendruck. Ja? Und das dann mal auf die Erde und dann auch mit dem geworfenen Ball oder alleine gegen die Wand erstmal eine Riesenhilfe, um den Balltreffpunkt zu verändern. Alida, merken, gleich zweiter Durchgang. Die nächste, ich würde gerne Helene sehen. Timon, du bist genauso wichtig, aber wir wollen jetzt ganz kurz Helene sehen. So, Helene ist 9, hat sie vorhin gesagt. Und sie spielt schon ihr ganzes Leben Volleyball. Das könnte man sich fast auf ein T-Shirt drucken. Ich finde das toll. Und pritsch besser als ich. Ich bin immer wieder fasziniert von der Handhaltung. Aber ich wollte jetzt erstmal nichts sagen. Ich bin ja so ein Fan von diesen neuen leichten Bällen. Da kommt mir natürlich sofort der Gedanke, wenn ich sie sehe. Habe ich mir schon aufgeschrieben auch, ja. Ja. Aber ich mit meiner Technikidee, ich muss da sofort, ich glaube, Stefan war es auch, der es im Hintergrund gesagt hat. Also von den dreien kommt das meiner Technikvorstellung, zumindest erstmal obenrum, wenn man die Füße mal rausnimmt, momentan am nächsten. Was macht sie besonders gut, Peter, aus deiner Sicht? Ja, es ist halt, wenn du mal schaust, vielleicht mach da noch ein paar, Stefan, kannst du noch mal? Ja, ich wollte mal eine kleine Pause lassen. Ja, gut. Die Arme. Ja, gut.
Gut. Also die Grundposition ist erstmal gut. Ne? Sie hat so eine Grundposition, ist schon Spannung. Na? Sie nimmt den Daumen nach hinten, sie schiebt den Ball aus Handgelenk und Ellbogen. Das braucht sie auch in der Altersklasse, das ist kein Problem. Ja? Auch da ist der kleine Rückwärtssprung drin, aber der Daumen ist hinten und sie beschleunigt den Ball. Ja? Und das ist eigentlich das, was mir gut gefällt. Und in dieser Altersklasse, wenn das so aussieht, ist es auch überhaupt kein Problem, wenn der Ballkontakt ein bisschen länger ist. Ja, das ist ein bisschen was anderes als bei der Alida gerade. Da war der Ballkontakt länger, weil der Ball Richtung Brust runtergefallen ist. Ja, und hier ist der Ballkontakt länger, weil sie ihn etwas länger in der Hand hält, um den Daumendruck zu bringen. Ja, ich denke, wenn die, Helene, ne, wenn die das mit einem Leitball machen würde, ja, dann wäre der Ballkontakt auch deutlich kürzer und es würde eigentlich genau so aussehen, erstmal oben, wie es aussehen soll. Also großen Respekt, Helene, richtig cool. Okay, haben wir noch eine Variation für Helene, Uwe, Stefan? Habt ihr eine Idee? Eine Variation. Ja, bei den anderen hatten wir eine Variation. Nee, also ich finde das auch super, kann das sagen, was Helene macht. Die hat ja noch ganz kleine Hände. Ja, und dann so einen großen Ball damit zu kontrollieren, ist nicht einfach. Wir werden auch sehen, wenn der Ball mit höheren Geschwindigkeiten kommt, dann ist das deutlich schwieriger für sie. Aber sie hat, finde ich, einen ganz tollen Impuls aus dem Körper. Finde ich gut. Also sie ist sehr weit. Was würden wir Kameras an? Kommt denn von den Zuschauern einen Tipp geben für den zweiten Durchgang? Was kommt denn von den Zuschauern? Haben wir denn da schon irgendwelche Anregungen oder Ideen? Steffen? So, ich gebe Helene mal links und rechts ein bisschen. Jetzt zu Helene kam jetzt nichts wirklich rein. Helene, du machst das einfach richtig. Ich denke, ja, einfach schon super. Genau das, was ihr sagt. Also interessant wird halt genau, und Stefan, wie abgesprochen, hervorragend. Ich denke, der interessante Part wird halt eben, wenn jetzt die Füße dazukommen. Ja? Also ob sie über die Fußarbeit die ideale Spielposition findet. Weil ich finde es wirklich oben absolut in Ordnung. Und der Martin hat es gerade auch gesagt, wenn die Distanzen jetzt größer werden und die Geschwindigkeit halt eben höher wird, ich würde es bei ihr absolut akzeptieren, wenn sie so stabil ist, dass sie den Ball auch länger festhält. Wäre absolut in Ordnung, solange er nicht runterfällt. Finde ich richtig gut so. Ja, ist alles in Ordnung. Also Fußarbeit muss es sein. Ne? Also stark. Lauf zur Spielstelle, ja, Fußpositionierung. Also wenn sie nach links rausläuft, sich zu Stefan wieder positionieren, linken Fuß vor, rechte Seite, rechten Fuß vor, ne? Dass sie sich so ein bisschen ausrichtet, die Füße etwas breiter sind. Ja, sie löst natürlich Impulsgebung über einen kleinen Sprung, was auch okay ist in der Altersklasse. Ja, aber rauslaufen, die Fußstellung richtig machen, das ist schon sehr gut. Und am liebsten vorwärts laufen, ruhig mal, wenn es etwas länger ist, ausrichten, vorwärts laufen. Ist immer besser, als Sidesteps zu laufen. Also der Holger meint, Helene macht das toll. Und Mirko meint, unsere Mädels pritschen etwas anders mit der Drei-Finger-Technik. Was in sagt ihr dazu? Also, ich hake nochmal wieder ein. Stefan, wenn du vielleicht nochmal näher rangehst, lass mal das Laufen weg. Helene, nimm mal nochmal die Hände wieder nach oben, pritsch mal ganz normal, wie du es jetzt gerade auch gemacht hast, und nimm mal den Ringfinger und den kleinen Finger rein. Dreh den mal so in die Faust rein. Da machst du die gleiche Bewegung wie jetzt gerade auch. Ich bin mir ganz sicher, dass das bei Helene funktionieren wird. Ich bin im Werfen nicht ganz so gut auf kurze Distanz. Deswegen wollte ich dich ein bisschen fordern. Mach das mal anders. Ja, oder so, genau. Gut, Hände, genau, nimm den Daumen nach hinten, Helene, den Daumen auch nach hinten und dann pritschst du ganz normal. Na, gut, Arme strecken. Gut, also ihr seht, das ist überhaupt kein Unterschied. Ne? Das ist kein Unterschied. Weil wenn ich das mit Handgelenk schleife und Daumen mache, brauche ich den Ringfinger und den Zeigefinger nicht zwingend. Ich brauche sie, wenn überhaupt, um den Ball zu stabilisieren. Also, top. Und ich bin mir sicher, Helene, wenn du den Mittelfinger auch noch wegnimmst, wird auch das funktionieren. Ja. Richtig. Den Daumen nach hinten, probier mal, schaffst du. Sie brauchen nur 4 Punkte, exakt. Zack. Ne? Es ändert sich nichts. Ne? Es ändert sich ihrer Spielsituation ändert sich nichts. Ne? Gut. Also alles gut, perfekt. Also die Rückfrage war absolut in Ordnung. Wenn man es gut mit dem Daumen- und Handgelenkschleife macht, geht es auch mit 3 Fingern. Kein Problem. So, also vom Leo kommt auch nochmal 9 Jahre sauberer Britsche, Respekt. Ja, also Grüße auch nach Flensburg. Ich kann sagen, Leo hat viel Erfahrung auch mit der Altersklasse. Timon ist dran. Dein Auftritt. Vielleicht ganz kurz, werden Sie wechseln. Wir haben auf
Facebook 150 Zuschauer, aber nur 45 Likes. Lasst mal für die Kids mal ein paar Likes da. Ja, also das muss auf jeden Fall noch mehr werden, damit wir auch noch mehr Reichweite bekommen. Und dann könnt ihr auch weitermachen in der Halle. Ja, jetzt gucken wir uns Timon an. Ansonsten für die ganzen Trainer da draußen, denen es vielleicht schwerfällt, diese schnellen Bewegungen zu sehen. Beim Angriff ist es ja noch deutlich extremer. Aber der Tipp für Anfängertrainer oder für Trainer, die da Schwierigkeiten haben, da anfangen, wo es eben langsam ist, wo ich leicht was erkennen kann. Das ist zum Beispiel bei den Füßen. Ja, das ist vielleicht auch immer die Basis, ja, nicht nur bildlich, sondern auch tatsächlich. Denn wenn ich schon schlecht stehe, dann passiert eben oben drum auch ganz viel Verkehrtes. Insofern, wenn es jetzt euch darum geht, irgendwas sieht krumm aus an dieser Pritschtechnik, dann fange ich einfach erstmal unten an. Guckt mir an, wie sind die Füße, wie ist die Körperstellung, bin ich da irgendwie verdreht oder instabil und kann mich dann nach oben arbeiten, weil tatsächlich ist es manchmal ja durchaus schwierig, oben was zu erkennen, was da jetzt genau falsch ist. Können wir jetzt bei Timon machen, ja, aber ansonsten als Tipp für alle da draußen, die eben sich erst nach und nach jetzt reinentwickeln, erstmal den Fehler zu erkennen, um ihn dann im Anschluss zu korrigieren. Sehr gut, Martin. Uwe, willst du mal anfangen, wenn wir ein bisschen ein paar Wiederholungen drin haben? Ja, ich kenne Timo ja gut, er ist mein Kaderspieler, er ist ja auch Zuspieler im Kader. Dann wäre das vielleicht doch interessant, wenn Peter anfängt und du hinterher sagst, was du eigentlich vorhattest mit ihm. Braucht man noch so 3, 4? Ja, ganz in Ruhe. Ja, aber manchen Spielern muss man auch ein bisschen länger gucken. Ja. Da funktionieren dann schon viele Dinge. Ist nicht so, dass wir jetzt zwingend was suchen. Sind wieder so 2, 3 Sachen. Kommen die beide vom gleichen Ausbilder? Also Henry und er jetzt auch vom gleichen Heimtrainer? Ja, ja. Gut, also im Endeffekt hat er so ein bisschen die gleiche Geschichte, die Henry auch hatte. Also ein bisschen diese Rücklage, ne? Und auch so ein bisschen diese Ausgleichsbewegung manchmal, wo er dann auf der Hacke steht. Ich kriege gerade das Ja, sind beides die gleichen. Was okay ist, glaube ich, er hat die neutralste Spielposition von allen, ja, bis jetzt. Also so, dass er wirklich eine Streckung hat, auch eine Streckung, relativ gute Streckung im Ellbogengelenk, eine gute Beschleunigung. Ihr könnt mal so ein bisschen auf die Handstellung achten wieder, ne? Also das ist so eine typische Zuspielergeschichte oft, dass die rechte Hand weggeht, wegklappt, die klappt nach unten ein. Ne? Das hat oftmals damit zu tun, dass der Ball aus einem Winkel geflogen kommt, ja, und ich den Ball ja quasi in mich reinfliegen lassen müsste. Ich denke, wenn der Timon jetzt mal im Dreieck spielen müsste, dann würde das noch ein bisschen spannender werden mit der Hand. Ja, aber der Rest, also finde ich jetzt erstmal gut, Füße sind sehr eng, also ich denke, er könnte es auch im Sprungpass wahrscheinlich schon spielen. Ne? Können wir jemand im Dreieck dazustellen? Ja, soll ich werfen von hier? Oder möchte einer von euch werfen? Ihr habt doch tolle Spieler da stehen. Die können auch im Dreieck mitspielen. Ja, der Stefan hat ja gesagt, der kann nicht so gut werfen. Ich gehe mal raus aus dem Bild. Andreas, kannst du nochmal die Hände irgendwie? Kannst du da nochmal näher rankommen? Ich wollte sagen, jetzt müssten wir Timon ein bisschen näher sehen wieder. Ist immer noch, ne? Ja. Also der Schub mit der rechten Hand. Timon, kannst du einmal warten? Versuch doch mal, wenn der Stefan anwirft, ja? Dann versuch doch mal, die rechte Hand schon oben gestreckt zu lassen und die linke lässt ein bisschen runter, dass die linke etwas später kommt, damit du es ausgleichst, ja, dass der Ball tendenziell von der Idee die rechte Hand eher berührt als die linke. Das soll er natürlich nicht, aber so von der Grundidee. Und dann lässt du die Hände mal oben stehen und machst gar nichts. Und frierst im Prinzip, als wenn du sie einfrieren würdest da oben. Ja. Dass du so den Ball reinfliegen, die rechte Hand reinfliegen lässt und dann kommt die linke erst dazu. Das probieren wir und dann lass mal die Hände stehen. Ja, lass mal die linke ein bisschen fallen, erst noch bevor der Ball da ist. Ja, wieder, ne, da ist der Klapper. Fest. Nee. Nimm mal die linke Hand ein bisschen runter. Nimm die mal erstmal runter. Und jetzt rein. Ja, gut, das war besser. Linke Hand runter. Gut, rein und fest. Besser, gut.
Linke Hand runter. Feststellen. Ja, okay, gut. Ja, es ist so ein Tick, den viele Zuspieler haben, tatsächlich, in der rechten Hand. Ja, kann man aber recht gut rauskriegen. Da ist er wieder, ne? Der macht auch noch einen kleinen Schnappi, macht er auch noch mit. Was ist der Schnappi? Ein Zusammenklappen der Hände, ein Krokodil. Ich kenne tatsächlich zwei sehr, sehr gute deutsche Zuspielerinnen, die genau den gleichen Tick haben. Ja, also gefühlt ist es so, dass die rechte Hand etwas früher am Ball sein muss als die linke. So ist die linke halt tendenziell, wenn man sich dreht, mit der linken Schulter nach vorne dreht, die linke Hand tendenziell immer eher am Ball als die rechte. Okay. Timon, merken, schneller zweiter Durchgang. Wir fangen nochmal von vorne an. Henry hat da angefangen, richtig? Genau. Wollen wir jetzt einen zweiten Durchgang machen und mal außer Bewegung die Leute auf den Korb pitchen lassen? Ich würde gerne den zweiten, ich bin ein Fan vom zweiten Durchgang, denn Henry hat etwas gehabt, auf was er achten sollte. Und ich würde einfach gerne, wir haben jetzt ein bisschen lange Pause zwischen den Durchgängen, aber ich würde jetzt einmal noch einen Schnelldurchgang mit genau denselben Sachen noch einmal machen. Ja, meine Idee ist, dass ich jetzt die Bälle anwerfe, wir pritschen auf die Körbe in relativ hoher Frequenz und können dann nochmal das Federbild uns angucken, beziehungsweise direkt live quasi dann die Hinweise reingeben. Ja, wollen wir das noch machen? Prima. Hauptsache Henry weiß, worauf er achten will. Ja. Auch nicht 12 Sachen schon auf einmal, das kennt ihr alle. Ja. Genau, wichtig ist ja auch, wenn ihr Spiel auf Körbe pritschen lasst. Bin ich drauf hier? Ja, ich erzähle einfach mal. Also wenn ihr jetzt Spielern ein Ziel gebt, zum Beispiel, dass sie eine bestimmte Anzahl an Bällen auf den Korb pritschen lassen sollen, dann vergessen die Spieler häufig die Technik, weil sich der Fokus verändert, nämlich auf das Ziel. Die wollen dann 8 Bälle in den Korb pritschen, so wie sie es immer gemacht haben. Also es ist herausfordernd, das zu kombinieren. Aber Henry, wir versuchen mal, ob das klappt. Versuch mal Henry, versuch mal die Hände einen Tick früher hochzunehmen. Und schon geht er rüber. Jetzt ist natürlich die Nervosität auch weg von Henry. Völlig klar, weil er das zum zweiten Mal macht. Ja, aber wir hatten vorhin ja versucht zu korrigieren, dass dieses Spiel aus dem Ellbogen ein bisschen raus muss. Ne? Und jetzt hat er natürlich durch die Laufbewegung, hat er wieder ein bisschen Zeitstress und dann sind halt eben die Hände wieder spät und es kommt wieder der Ellbogenimpuls. Ne? Zumal jetzt auch noch die Spielstellung schlecht wird. Ne? Also im Prinzip müsste er sich ja noch ein bisschen ausrichten. Ja? Ich versuche es immer so zu beschreiben, dass die Schultern Augen haben, ja, so mit den Schultern, eigentlich auch mit Hüfte, Knien dahin zeigen, wo er hinspielen will, weil er spielt ja ein bisschen über rechts und das in Kombination, also mit den Ellbogen und der nicht ganz optimalen Spielstellung, sorgt halt eben dafür, dass eine Riesenstreuung drin ist. Also im Prinzip müsste er gehört, Henry? Zur Not die Arme mal eine Zeit lang ganz oben lassen, also nicht unbedingt wieder runternehmen, sondern durchaus auch mal mit gestreckten Armen laufen, genau, und dann unten diese Spielstellung, den linken Fuß rumdrehen, also eine Spielstellung zur Position 4 nehmen. Wie man sieht, er spielt immer über die Hüfte. Er spielt also gedreht links über die Hüfte. Und das in Kombination sieht dann halt eben schon so aus, als wenn er den Ball halt nicht pritscht, sondern durch die Gegend schiebt. Von Dieter kommt noch der Hinweis, der Druckimpuls verpufft immer nach hinten. Kommt noch dazu. Ja. Also da müsste man jetzt zusätzlich zu den Armen dringend an der Spielstellung arbeiten. Ne? Könnte man mit einer einfachen Übung machen. Stefan, oder Martin, darf ich die mal eben reingeben? Henry, gehst du einmal ans Netz, bitte? Geh mal einmal ans Netz. So, der Martin wirft dir jetzt Bälle an, genauso wie gerade auch Richtung 3-Meter-Linie irgendwo, auch hoch. Du läufst zu dem Ball und fängst den erstmal in gestreckten Armen oben am höchsten Punkt auf. Und dann schaust du mal, ob du mit
Füßen, Schultern, Hüfte überhaupt zu dem Korb ausgerichtet bist. Und wenn du das hast und das auch korrigiert hast, dann lupfst du dir selber den Ball einmal an und spielst ihn wie gerade auf dem Tetsi-Ball, nur mit dem Daumenimpuls oben in den Korb. Martin, wirf mal von links an, das ist ein bisschen einfacher. Martin, wirf mal, der Winkel ist für ihn ein bisschen einfacher als aus dem Rücken. Gut, erlaufen, fangen. So, jetzt korrigier dich mal, ob du zum Korb, genau, ja, zum Korb gedreht stehst. Füße ein bisschen auseinander, Druckfläche und nach vorne anlupfen. Und Daumen. Ein bisschen größer, okay. Andreas. Gut, und wieder zurück. Gut, laufen. Ja, korrigieren, unten linken Fuß rum. Gut, anlupfen. Und boom. Jetzt spielt der Martin mal ein bisschen schwieriger, ne? Mal ruhig zur 3-Meter-Linie. Gut, guck mal, korrigier dich. Unten rumdrehen, du drehst nicht, bist nicht zu 4. Noch mehr. Gut, anlupfen und Feuer. Gut. Sehr gut. Danke. Ich habe eine Wortmeldung von Holger. Ich würde ihn jetzt währenddessen geben, während die Übung weiterläuft. Und dann kann Holger sich unmuten und seine Frage stellen oder sagen, was er möchte. Aber nochmal vielleicht zum Schluss von mir, was man schön sieht, ist auch hier, er braucht diesen Ellbogen nicht. Er braucht ihn nicht. Holger, du müsstest dich noch deiner Audio unmuten, dann könntest du auch was sagen. Sehr gut. Gut, Henry. Sehr gut, Henry. Ich würde auch sagen, hier, Alida war, glaube ich, die zweite. Alida spielt sich schon kurz wieder ein bisschen warm. Und Holger erzählt mal kurz, was er möchte. Du musst dich unmuten, Holger. Du hast ich die Sprechfreigabe. Ich glaube, vielleicht war es auch ein Fehler mit der Handmeldung. Ich nehme ihn mal wieder weg. Nimm ihn wieder weg. Du musst mal zuhören. Holger, wenn du noch was möchtest, einfach nochmal die Hand heben, dann schalte ich wieder frei. So, Alida, erinnerst du dich an die Tipps, die du gekriegt hast? Hat sie was gesagt, Martin? Martin, kannst du mich hören? Müsst ihr noch mal reingeben, die Tipps. Das ist immer am besten, wenn man die direkt noch mal dann in der Aktion hört. Ich glaube, ihr müsst die Tipps noch mal reingeben. Ein bisschen enger. Martin, kannst du der Alida noch mal einen Ball geben, bitte? Alida, wir machen so ähnlich wie vorhin. Ne? Du kannst, wirf dir den Ball gleich mal hoch, dann streckst du die Arme, dann spielst du so 2, 3 ganz kurze Zwischenpässe bei dir, ne? Mit dem Daumen hinten und dann den dritten oder den vierten. Den versuchst du mit fast gestreckten Armen nur aus dem Daumen raus in den Korb zu pritschen. Kannst du das vorstellen? Ja, streck mal die Arme und der spielt ganz kurze Zwischenpässe. Selber, zack, zack, Daumen hinten, der rotiert der Ball schon und dann haust ihn weg. Ah ja, genau. Cool, jetzt probieren wir wieder mit dem Daumen hinten etwas mehr, dann haben wir es schon. Kleine Schrittstellung machen. Genau, okay, so, hoch die Arme. Gut, Daumen hinten, Daumen hinten, Daumen hinten und Bams. Gut, aha, ja. Nochmal. Daumen hinten, zack. Gut, das Gleiche machst du jetzt mit Martins Anwurf mal. Also du fängst ihn im Prinzip wieder auf, so wie der Henry gerade. In gestreckten Arm, spielst dir 1, 2 von diesen kleinen Zwischenpässen. Genau, und dann weg damit. Genau, gut. Ja, dann geht der Impuls auch nach vorne nochmal. Gut, Daumen hinten, zack, besser, ja. Gut. Okay. Arme strecken, Daumen hinten. Noch ein, ja, da ist er, ne? Da rutscht er dir dann durch, weil der Daumen vorne ist. Ja. Ruhig mal 2, 3 ganz kleine Zwischenpässe spielen. Muss nicht einer sein. Ganz nur kurz abtropfen lassen. Tropfen, tropfen und Bams. Gut, okay. So, tropfen lassen, Daumen hinten und ab. Gut. Ah, guck hier da. Gut, Alida. Okay, gut. Und das Gute nochmal, jetzt hat Alida ja viele Tipps bekommen. Jetzt ist es aber auch erstmal egal, ob sie den Korb trifft oder nicht. Weil sie hat gerade im Kopf extrem damit zu tun, das umzusetzen, was sie von den Trainern gesagt bekommt. Deswegen ist es jetzt auch erstmal egal, ob sie den Ball übers Netz pritscht oder gegen den Pfosten oder sonst wo. Weil es geht nur um die Bewegung. Ja, jetzt müssen wir es von dem Zielbild verändern, dass der Ball in den Korb soll. Ja, da dürfen wir als Trainer jetzt nicht verlangen, parallel, dass der Korb auch noch getroffen werden soll. Das ist ganz wichtig. Ich finde, das ist ein sehr, sehr guter Hinweis, dass es einfach Übungen gibt, wo das visuelle Ziel gerade nicht das Wichtige ist. So, wir haben hier noch ein paar Fragen. Jetzt auch schon besser geworden ist, jetzt im Laufe der letzten 2, 3 Minuten. Super.
Und zwar Stefan Hecht fragt, geht es hier nur um das Pritschen oder speziell Zuspiel? Rechtes Bein vorne auf der Position 4 oder macht man dies nicht mehr? Also für mich geht es ganz klar jetzt nur ums Pritschen, um nichts anderes. Bewegungen und Fußstellung und so habe ich eine relativ klare Meinung und das hat jetzt, glaube ich, nichts mit dem zu tun, was die Kinder da machen. Erstmal ist es wichtig, dass das, was der Henry gemacht hat, dass man zumindest erstmal eine Spielstellung bekommt. Also Zuspieler, Zuspiel heißt noch ganz andere Laufwege, ganz andere Fußstellung, mit welchem Fuß laufe ich los, welches ist der letzte Fuß, welchen Schritt setze ich als letztes. Aber ich glaube, damit würden wir die Kids jetzt gerade ein bisschen überfordern. Ja, also nicht jetzt zu hören, ich bin zu hören. Ja. Ich muss mal kurz gucken, wo die Kamera jetzt gerade ist. Ich weiß nicht, welche an ist. Hier, alles klar. Ja, dürfen wir auch nicht vergessen, Alida jetzt seit einem Jahr dabei. Ich finde, das macht sie richtig gut. Ja, natürlich können wir, oder es lohnt sich auch immer, an allen Details zu arbeiten. Aber erstmal ist mir ja wichtig, dass sie eine Grundform hat, einen guten Impuls setzt und dass der Ball ankommt. Und wenn ich jetzt sage, wir wollen immer mal gestreckte Arme haben und nur aus den Handgelenken arbeiten, dann ist das irgendwie Niveau so. Aber wir haben hier Jugendliche, ja, die eben erstmal an ganz anderen Sachen arbeiten sollten. Das ist meine Meinung. Ja, insofern ist mir wichtig, dass einfach die Trainer draußen mitnehmen, ey, ich muss jetzt nicht irgendwie ganz krass, ganz speziell die Feinheiten erkennen und daran an der Fingerspitze arbeiten, sondern es ist wichtig, dass die Grobform stimmt, je nachdem, was ihr für ein Niveau in eurer Mannschaft habt. Insofern da immer drauf gucken, was habe ich für Spielerinnen und Spieler in meiner Mannschaft, was können die, womit kommen die an und wie kann ich für den Moment am besten denen dienen, dass die eben besser werden können, ohne sie jetzt vielleicht zu überfordern mit Hinweisen, die einfach super schwer umzusetzen sind. Okay, ich genauso, wenn ich noch einen Satz dazu sagen darf, aber ja, diese Geschichte mit Daumenimpuls ist eigentlich Volleyball-Anfängerschule. Ne? Und wenn ich jemanden anfangen lasse, oberes Zuspiel zu spielen und erlaube es von Anfang an mit breitem Ellbogen, dann bekomme ich hinterher ein Problem. Ja, ist richtig, genau. Daumenimpuls, ich war ja gerade bei den gestreckten Armen. Und Daumenimpuls tatsächlich ist richtig, zumal das ja tatsächlich, ich sage mal, das Hirschgeweih so ein Fehler ist, der eben gern gesehen wird bei Anfängern, die nämlich versuchen, so zum Ball zu gehen. Und insofern gibt es da ja Möglichkeiten, einen Gummi um die Daumen zu spannen, ja, was sich löst, wenn ich die Daumen vorne habe. Oder bei Kindern hier ein Gesicht drauf malen, dann müssten die das sehen. Einfach, dass die Daumen hinten sind, dass ich damit arbeiten kann. Ja. Ich weiß, dass ich da vielleicht in dieser Geschichte oldschool bin. Das bin ich da aber tatsächlich gerne. Ich glaube, es taucht auf bei Gerd Westphal vor ewig langer Zeit. Also dieses bildliche Beispiel der betenden Hände funktioniert bei Kindern tatsächlich. Ja, die müssen jetzt nicht mit betenden Händen durch die Gegend laufen, aber dieses, dass die Handflächen zueinander zeigen, ist in der Grundschule Volleyball nicht so falsch. Hier ist noch eine Frage auf Facebook von Stefan Seiner. Und zwar fragt er, sollte man ihr den Ball in die Hände hineindrücken, um den Daumen zurückzubringen? Ja. Kann man gut machen. Das ist eine Option, absolut. Wir können das einfach mal ausprobieren. Dafür machen wir das ja. Ja, dann mach das mal. Ja, ausprobieren muss man es ein bisschen anders. Müsste man dann auch im Sitzen ausprobieren, ja, dass halt wirklich der Impuls aus dem Daumendruck kommt. Ja, ruhig auf der Erde sitzend. Ruhig mal auf der Erde sitzt. Setz dich nochmal auf die Erde, Alida. Jetzt nimm dir mal einen Ball, leg dir mal wieder zwischen deine Füße. Nimm mal die Füße auseinander. Jetzt müsste der Stefan vielleicht, wenn du sie kennst, einmal dahinter gehen. Stefan, gehst da einmal oder davor? Das ist eigentlich wurscht. Stell dich mal davor. So, jetzt mach mal so betende Hände, Alida, was ich gerade gesagt habe. So die Handflächen zusammen, die Finger auseinander. Handflächen zusammen, Finger auseinander. Finger auseinander. Finger auseinander. Sind sie? Gut. Jetzt kriegst du den Ball, leg mal den Ball dahin, Stefan, leg ihn den mal zwischen die Beine. So, und jetzt umklappst du diesen Ball. Ja, dann müsstest du den Daumen eigentlich hin haben. Jetzt nimmst du den Ball mal vor die Stirn nach oben. Wenn der Stefan jetzt mal nach hinten geht und schaut, ob die Daumen auch wirklich hinter dem Ball sind, kannst du ansonsten auch nach hinten ziehen, die Daumen. Ja, kannst du auch so nach hinten ziehen. Ja, das passt. Ja, die Corona-Zeiten, immer schwierig, weiß ich. So, und jetzt, wenn du dich jetzt dahinter stellst, so wie du stehst, und drückst mit einer Hand mal auf den Ball und die Alida drückt dagegen und irgendwann lässt es schlagartig los, dann müsste eigentlich, seht ihr, dann müsste eigentlich genau das kommen, was ihr haben wollt. Es kommt ein kurzer Druckimpuls mit dem Daumen. Ja, und genau das wollen wir haben. Und bei Kindern, wenn es dann auch noch ein Leitball ist, werdet ihr sehen, dass der Ball auch durchaus mal 2-3 Meter weit fliegt, alleine mit dem Impuls. Okay, prima. Ich würde nochmal wechseln. Dann kommt Helene nochmal.
Sehr gut. Sollen wir den Wechsel kurz für eine Kaffeepause nutzen? Ja. Die ist wichtig. Gut. Ja, dann mache ich mal ein ganz kurzes Spotlight-Video auf mich. Ja, wie immer ist dieses Format kostenlos. Und diesmal hat sogar Andreas und Martin keine Kosten und Mühen gescheut und da auch sogar in die Halle da sämtliche Fernsehtechnik gemacht, damit wir euch mit 4 Kameras da versorgen können. Und damit das auch weiterhin so ist, damit wir auch mit Zoom-Lizenzen finanziert, könnt ihr uns natürlich einen virtuellen Kaffee ausgeben. Und da packe ich jetzt einfach mal in den Chat einen Link, wo ihr uns dann mit einem virtuellen Kaffee unterstützen könnt und so das Format weiter nach vorne treiben könnt und eben genau solchen wichtigen Input, wie ihr jetzt gerade auch von Peter, von Uwe und auch aus der Halle von Martin und Stefan bekommen, immer weiter vorantreiben und immer weiter liefern könnt. Ja, also fühlt euch gerne animiert. Wenn ihr auf Facebook unterwegs seid, könnt ihr uns natürlich, wenn ihr jetzt nicht unbedingt einen Kaffee uns ausgeben wollt, auf jeden Fall mindestens die Likes da lassen, weil wir haben über 160 Zuschauer schon gehabt und haben aber 70 Likes. Das ist ein bisschen wenig, das kann noch besser werden. Und ansonsten haue ich euch auch da den Link rein und dann würde ich sagen, machen wir weiter. Helene, zweiter Durchgang, ganz schnell. Wäre gut, wenn wir sie wieder sehr gut größer sehen. Widmen wir Helene auch noch die volle Aufmerksamkeit und gehen ja danach dann auch ins Baggern über. Nicht, dass uns hier Zuschauer abhauen, weil sie denken, wir pritschen jetzt hier 2 Stunden lang. Dieser Trainer-Talk hat immer eine eigene Dynamik. Wir machen das genauso, wie es gerade passt. Ja. Ja, ich habe hier wieder einen Zettel hängen, aber der ist völlig egal, wenn das so gut funktioniert. Ihr hattet vorhin im ersten Durchgang von Helene hattet ihr über die Fußarbeit gesprochen, dass wir sie nicht angesprochen haben. Was würdet ihr denn spontan an Fußarbeit-Tipps den Trainern von Helene geben? Stefan, Uwe, ich finde das also für den zierlichen Körper gut. Also die braucht ja den kleinen Sprung, um auch Schwung zu nehmen. Dass da ruhig dann Unruhe entsteht in den Füßen und im ganzen Körper, bleibt, glaube ich, gar nicht aus. Das linke Bein hebt sie manchmal hoch nach dem Abspielen. Sie sind wieder... Auch wieder, mir fallen spontan wieder 2 Sachen ein. Die eine Diskussion hatten wir vorhin schon. Ich glaube, der Helene würde es sehr, sehr gut tun, das Ganze mit einem Leitball zu machen. Ja. Also mit einem Leitball ihre in der Anlage schon sehr gute Technik sehr, 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 sehr stabil ausführen kann. Hier sieht man jetzt schon, dass ihr auch ihre Extremitäten immer mal wieder schon weggehen, ne? Weil der Ball durch die Flugkurve doch deutlich schwerer wird. Bin kein Physiker, aber ein X-faches des normalen Ballgewichtes. Ne? Und das tut ihr jetzt nicht gut. Ja? Also vorhin in der Ruhesituation war es deutlich besser. Ein Leitball würde das Ganze lösen. Mit dem Leitball, was ich da nur empfehlen kann, ich bin mir ganz sicher oder ich weiß es aus der Erfahrung heraus, dass man viele Dinge über Spielsituationen lösen kann. Also Fußarbeit zum Beispiel ganz hervorragend im 1-gegen-1 Ditchball. Bei mir heißt das Ditchball, also einen Volleyball in der Hand, ja, in beiden Händen quasi schon in der Spielposition. Und einen anderen Ball, von mir aus einen Leitball oder ähnliches, 1-gegen-1 über das Netz ditchen. Das würde ihr sehr gut tun, weil dann muss sie die Füße bewegen und sich richtig ausrichten, um den Ball halt eben übers Netz wieder zurück ditchen zu können. Ja? Und dann im nächsten Zug dann ein 1-gegen-1 über ein sehr hohes Netz spielen. In einem Feld, das relativ kurz, aber ein bisschen breiter ist. Sodass die Fußarbeit rechts, links geschult wird, dass sie sich ausrichten muss. Also das sind so Spielformen, wie sie Kindern super viel Spaß machen. Erstmal auch das Ditchball macht Kindern total viel Spaß. Und wie man dann halt eben auch in einer Spielsituation laufen schult. Von Holger kommt auf Facebook der Einwand, dass der Sprung aber nach vorne gehen sollte, oder? Ja. Ja, bin ich dabei. Sehe ich auch. Das wäre gut. Ball- und zielorientiert, ja. 2 Stück. Jetzt können wir das leider nicht kreieren. Ne? Ich weiß nicht, ob das Ditchball so jedem bekannt ist. Vielleicht könnten sich ja Martin und Stefan mal eben im Ditchball probieren oder so.
Das finde ich lustig. Hacke. Mach das mal. Gut. Also jeder hat einen Ball in der Hand. Jeder hat einen Ball in der Hand. Okay. Auf jeder Netzseite. Piste raus. Muss mit dem Ball raus, machen wir. Auf jeder Netzseite ist ein Mensch. Ich hatte gerade jetzt halt überlegt, wie ich Helene besser motivieren kann, weil der Korb ja für sie eigentlich viel zu hoch ist. Jeder hat einen Ball in der Hand, ja? Ja, jetzt machen wir mal was anderes, was viel cooler ist. Ja, hier hast du deinen. Achso, wollt ihr? Eigentlich könnt ihr das auch machen. Ihr könnt es auch übers Netz machen. Auf geht's. Ja, der Team hat einen Ball dazu. Den meisten von allen. Den dürfen wir nicht vergessen. Henry. Eins gegen eins. Ball hochnehmen, Ditchball, genau. Und Füße bewegen. Füße bewegen. Geh näher ran, bitte da, Henry. Näher rangehen, näher ran. Kurzes Feld, genau. Füße bewegen. Gut. Füße bewegen. In Hamburg heißt das Bumsball tatsächlich. Ja, den Begriff Bumsball. Wollte ich. Bumsball heißt das. Gut, gut. Ja? Wenn man das in einem etwas breiteren Feld spielt, ja, dann habe ich halt eben tatsächlich auch die Rechts-Links-Schule und es dann hinterher mit einem hohen Netz und direkt spielen, pritschen, funktioniert gut. Kann ich im Anfänger-Volleyball tatsächlich auch schon schulen? Es gibt in NRW gibt es eine Handreichung Schulsport. Vielleicht kennt ihr der ein oder andere. Da sind so Übungsreihen für Anfängervolleyball in der Grundschule drin. Und da gibt es eine Übungsreihe und eine Übung, die schimpft sich Chef und Angestellter. Also da gibt es jemanden, der Bälle übers Netz wirft und der Angestellte muss den Ball an der richtigen Stelle halt eben fangen, sich wieder hochwerfen und dann halt an die Stelle spielen, wo der Chef sich hinbewegt hat. Na, das sorgt auch für Fußarbeit und Ausrichten und das schon im absoluten Anfängerbereich. Hier im Webinar kommt noch der Einwand von Isabel. Ich finde, Technik sollte immer, immer, immer korrigiert werden, auch wenn man es schon tausendmal gesagt hat zum Thema Daumenimpuls. Das wird ja immer wieder diskutiert. Wie weit sollten denn die Daumen rotieren, bis sie komplett vorn sind, die Handflächen also nach außen zeigen? Also eine Überstreckung finde ich persönlich nicht gut. Das ist dann zu viel. Also sie meint ja wahrscheinlich dieses Überstrecken, dass die Hände da rausgehen. Das ist zu viel, sondern wirklich nur ball- und zielorientiert. Zum Ziel raus. Ich hab jetzt gerade den beiden hier nochmal den Tipp gegeben. Es ist ja jetzt auch eine kleine Spielform ist es ja nicht, weil wir nicht zählen, aber ich habe denen trotzdem nochmal so ein Spaßspiel gesagt, dass sie sich trotzdem positionieren sollen. Ne? Also mit beiden Füßen möglichst parallel unter den Ball zu kommen. Und das kann man auch in diesem Fall und muss man auch in diesem Fall tun. Ich hoffe, sie machen es jetzt auch. Darf ich euch beiden, ihr könnt das ja gut hier, ihr beiden Experten, darf ich euch mal die in dem Fall VOR Paderborn Expertenversion vom Ditchball mal eben mitgeben. Probiert die mal aus. Und zwar werft ihr euren Ball hoch, den ihr bei euch in der Hand habt, fangt den anderen Ball auf, der übers Netz geflogen kommt und mit dem aufgefangenen ditcht ihr den hochgeworfenen rüber. Ja. Also du wirfst den Ball rüber, der Henry, glaube ich, ist drüben, ne? Muss seinen Ball hochwerfen, den anderen fangen und jetzt ditchen. Ja, nochmal. Nochmal, hochwerfen, den ersten bisschen höher. Und jetzt ditcht den hochgeworfen. Du musst ein bisschen höher werfen, sonst klappt das nicht. Den ersten hoch, richtig hoch, genau. Da ja auch ein paar Spieler zu gucken. Das Schönste ist immer, wenn Spieler, jetzt mal eine kleine Anekdote, wenn Spieler den Trainer sagen, mach doch mal vor. Ah, gut. Trainer, mach doch mal vor. Funktioniert. Der erste hat geklappt hier vorne, oder? Das ist eine alte Geschichte. Wenn ihr so koordinative Sachen macht, seid immer darauf vorbereitet, dass ihr die auch noch hinkriegt. Deswegen probiere ich sowas auch ganz gern zu Hause aus, ja. Sauer, hier. Umso schöner, wenn ihr das tatsächlich dann auch könnt. Ganz schön, hier vorne funktioniert es ohne Probleme, ne? Und hinten kommen dann die Koordinatoren. Man hat jetzt raus. Ja, ah. Timon ist Zuspieler, Henry ist Außenangreifer, ne? Ja. Ah. Da haben wir die Erklärung. Okay, ja, genau. Ich würde den Timon gerne noch pritschen sehen, weil der noch fehlt. Zweiter Durchgang. Und dann würde ich auch zum Baggern schon übergehen. Kannst du den Korb wieder hochmachen? Hm. Wir können dann noch ein paar Fragen zum Pritschen beantworten. Das passt thematisch vielleicht besser. Und dass wir, wenn ihr noch Fragen zum Pritschen habt, stellt sie jetzt. Wenn ihr noch Kommentare habt. Auf geht's. Ich kann noch eine Anmerkung machen zu den Handflächen. Im Eingang können wir das nochmal machen. Ja, und ich gebe noch mal eine Anmerkung zu den Handflächen, zu der Frage von vorhin. Ja. Wenn man das jetzt, das geht ja nachher nicht mehr, wenn man nur mit zwei oder drei Fingern den Kontakt hat. Ne? Denn dann kann man das gut nochmal sehen, dass es nicht funktioniert. Also man muss die Handflächen auf gar keinen Fall so weit nach außen schlagen.
Das war die Frage von Isi, war das, glaube ich. Von Isabel, ja. Also um dir das bildlich vorzustellen, mache ich das mit den Jungs so, dass ich denen sage, ihr habt im Prinzip zwischen den Daumen und den beiden Zeigefingern habt ihr ein rechteckiges Brett. Und das ist sozusagen die Spielfläche, mit der ich den Ball spiele. Ja, dann ist die Frage beantwortet, die da vorhin aufkam. Das ist spannend, weil man ja immer vom Dreieck redet. Und ja. Du kommst jetzt mit einem rechteckigen Brett, also das ist deutlich was anderes. Ne? Ja. So, zu der Hand noch. Der Leo hatte vorhin geschrieben, das habe ich im Augenwinkel gesehen. Wo ist denn das? Das mit der rechten Hand nennt Leo immer Pfötchengriff. Also Timon, wenn du das nicht möchtest, dass jemand sagt, du spielst Pfötchengriff, das ist für einen Jungen deines Alters wahrscheinlich spontan sehr uncool, dann wieder die rechte Hand höher, die linke Hand tiefer beim Anpeilen. Richtig, Peter? Du bist gemutet, Peter? Du bist gemutet? Peter? Gar nichts. Nee, Peter hört uns nicht. Peter hört uns nicht. Jetzt. Jetzt aber. Also, ich habe gerade gesagt, das kann eine Lösung sein, aber was helfen könnte, ich bin eigentlich kein Freund von Einfrieren von Bewegung, aber hier könnte es tatsächlich auch mal helfen, die Hände extrem stehen zu lassen. Also wirklich nur den Daumenimpuls und gar nicht erst noch irgendeine Nachführbewegung zu machen, um deutlich ruhiger zu bleiben. Ja, ja, sieht schon besser aus. Der Daumen kann trotzdem noch weiter nach hinten. Auch da ist der Daumen sehr weit vorne. Ja. Der linke, ne? Naja. Interessant wäre halt eben mal auch dann zu sehen, ob es bei ihm, also es ist ja wirklich gut, aber ob es irgendwann einen limitierenden Faktor gibt. Zum Beispiel, was passiert, wenn er das Ganze im Sprung spielen will? Schadet es ihm dann wieder, dass der Daumen so weit vorne ist? Ne? Oder dass er trotzdem immer noch so, ja, im Prinzip auch so von der Positionierung nicht ganz optimal, da auch, ne? Von der Positionierung nicht ganz optimal ist. Also ich denke, dass er, wenn er im Sprung spielen will und das dann auch noch über Kopf machen möchte irgendwann, könnte schwierig werden mit dem Daumen. Timon, willst du mal ein paar im Sprung spielen? Komm, Jungs finden das cool. Ja. Martin, wirf mal höher an, Schwung zu spielen. Es gibt ja auch die Leute, die sich im Sprung deutlich wohler fühlen. Ja. Na, guck mal einer an. Ja, der Sprung ist ja Impuls, ne? Ja, ja. Und der Vorteil ist jetzt auch, vorher ist er ein bisschen gemächlich auch zum Ball gegangen, weil er wusste, er hat den locker im Stand und jetzt muss er sich wirklich beeilen, wirklich stabil zu stehen und dann springen zu können. Stimmt. Klasse. Kleines Aber, er nutzt den Sprung natürlich auch, um die Fußarbeit auszugleichen. Ne? Ja. Ich würde ihn jetzt auch nochmal vom Netz starten lassen, weil zurzeit startet er auf der 3-Meter-Linie nach Anwurf, also erst vom Netz weg. Ja, genau. Also was ich sehr gut finde, ja, ich weiß nicht, inwieweit ihr da schon Zuspieltraining mal gemacht habt. Vorhin kam ja die Frage von wegen Laufwegen. Das finde ich jetzt prinzipiell unten ganz gut, weil er öffnet, ja, da auch er öffnet mit dem linken Fuß, das ist gut. Also der erste Schritt ist mit links vom Netz weg. Ja, zwar ist es relativ klein, aber gut. Und am Ende ist es normalerweise, ja, jetzt kommt, da kommt wieder dieser Sprung und das Schleudern, aber kommt am Ende eine Links-Rechts-Bewegung mit den Füßen, also eine Ausrichtung, linker Fuß, rechter Fuß zum Schluss. Also das sieht ganz gut aus. Können wir ganz kurz, weil man das bei Timon gut sieht, im weiblichen Bereich wird ab einem gewissen Niveau das einbeinige Zuspiel gelehrt, das Reindrehen. Sieht man im Jungsbereich fast gar nicht. Wie ist eure Meinung dazu? Wodurch kommt das? Thema hatte gerade Jonas Kronsäger auch in seiner Zuspielfortbildung, wo er auch die wenigen Männer auf Weltspitze gezeigt hat, die auch einbeinig zuspielen. Mhm. Aber das ist die Minderheit. Was sagt ihr dazu? Also ich habe sofort wieder zwei Sachen im Kopf. Also die Frage ist ja erstmal, was schule ich? Im Endeffekt ist es ja eigentlich eine Hilfstechnik. Ne? Eine Hilfstechnik, die ich auch, denke ich, aus vielen Gründen haben kann. Einmal ist es natürlich auch eine Impulsgebung. Ja, eine Impulsgebung, weil ich den Ball etwas besser auch über die Hüfte schleudern kann halt, ne? Also auch eine Spielposition, einen Spielpunkt damit ausgleichen kann. Ja.
dann hat man im Frauenbereich, das ist so eine Theorie, die ich immer wieder habe, hat man ja relativ viel auch im Überkopfbereich, auch mit dem Einbeiner, auch mit einem gewissen Tempo über Kopf. Und ich habe die Möglichkeit, mit dieser Rotation, die dann dadurch entsteht, den Ball auch deutlich mehr über die rechte Schulter zu spielen und den Ball zu beschleunigen. Das funktioniert auch gut. Aber jetzt im Vergleich, jetzt gerade zum, jetzt habe ich den Namen wieder vergessen, Timon, ne? Timon. Ja. Würde ich noch eine Sache komplett anders tun, bevor ich überhaupt mit diesem einbeinigen Sprung oder der Rotation anfange. Das ist, da bin ich ein großer Freund von dem Doppelhopp im Sprungbereich. Also mit einem Reaktivsprung, mit einem kleinen Hopp in den Ball, in die Spielposition zu gehen, um dann halt einen zweiten Sprung als Sprungpass zu spielen. Da halte ich viel mehr von, weil du halt mit dem ersten Hopp auch deine Spielposition ausgleichen kannst. Ich würde mal bitten, dass ihr vielleicht die Kids jetzt mal im Hintergrund ein bisschen spielen lasst, damit die nicht ganz kalt werden, wenn wir zum Baggern kommen. Und wir gucken nochmal nach ein paar Fragen, Stefan. Steffen, Himmel, Stefan, Steffen. Ja, das gibt wieder noch um Cola beim nächsten Mal, wenn wir uns sehen, ne? Ja, bitte bald voll. Ich kriege... So. Steffen kriegt jedes Mal einen Rum Cola, wenn ich Stefan sage. Das ist in den letzten 13 Mal schon häufig passiert. Tatsächlich. Gut, die Altersklasse haben wir gerade geklärt. 2005er Jahrgang ist Timon. Und sonst sehe ich tatsächlich, bis auf die Altersklasse-Frage, keine Fragen. Nö. Kommt nichts. Aber ihr könnt natürlich, warte, ich mache mal kurz das Spotlight-Video aus hier, damit wir uns sehen. Ihr könnt natürlich weiterhin Fragen stellen. Ja, also schreibt uns hier im Webinar, im Chat die Fragen oder hebt auch ganz cool einfach die Hand, wie früher hier in der Schule. Wenn ihr im Webinar seid, dann kann ich euch nämlich Sprecherlaubnis geben. Dann könnt ihr eure Fragen live auch in die Halle reinstellen. Ja. Und ansonsten würde ich sagen, machen wir weiter. Die Frage war noch, welche Liga spielt er, Timon? Wer kann das beantworten? Uwe, kannst du das beantworten? Ich meine, dass er vorhin sagte, Bezirksliga oder Landesliga im Verein. Genau. Und mit dem Kader werden wir jetzt in der kommenden Saison. Die Kamera ist denn an? In der Verbandsliga spielen. Okay. Gibt es eine Oberliga in Niedersachsen? Bitte? Gibt es in Niedersachsen eine Oberliga? Ja. Ah, okay. Die würden wir dann im nächsten Jahr spielen. Ja. Okay, kommen wir zum Bagger. Ich muss mich konzentrieren, nicht unteres Zuspiel zu sagen, weil ich das sonst immer sage. Vielleicht in der Zwischenzeit immer noch fleißig liken, fleißig den Stream teilen auf Facebook, wenn ihr da unterwegs seid. Umso mehr Reichweite bekommen wir. 280 hatten wir heute schon in der Spitze im Zusammenfluss mit dem Webinar. Aber ich glaube, da geht noch mehr, ja. Also mich würde es freuen, wenn wir da noch ein paar mehr Trainer draußen erreichen. Markiert vielleicht auch euren Trainer, damit er heute zuguckt, damit er weiß, was er mit euch demnächst im britischen Baggern machen muss. Martin und Stefan, ich würde sagen, mit dem Baggern, dass ihr auch am Anfang ziemlich genau anwerft und im zweiten Teil dann am besten zwei Kids hin und her spielen lasst, damit ein bisschen Variation drin ist. Schnappt euch mal den ersten wieder, das wäre Henry gewesen. Ja, Henry fängt an. Ich finde, Stefan könnte seine Initialien noch ein bisschen größer auf seinem T-Shirt haben. Die 1 hier vorne. Henry sollte anfangen. Okay, dann muss Henry. Helene, du darfst leider nicht. Ja. Auf geht's. Ich soll genau anwerfen. Also machen wir Bagger frontal. Ja, die Diskussion wollte ich jetzt eigentlich noch nicht starten. Ja, Jan, was möchtest du denn sehen? Ich möchte, dass er ohne Zeitdruck baggert. Sollen wir die Kamera hier nochmal mit rumziehen? Ist ja ohne Zeitdruck. Wenn es zu schnell ist, Henry, sagst du. Von der Seite wäre mal wieder ganz schön. Ja, ja, genau. Kamera von der Seite. Genau. Eure Kameratechnik. Oh, Kamera ist jetzt positioniert, haben wir rumgezogen. Ja, okay. Mega Kameratechnik, ey. Auch vielen Dank an den Kameramann, der war noch gar nicht im Bild.
Was ist denn mit der Kamera, die von Andreas weggeht? Dann würde man ihn doch auch sehen. Von hinten ist... Ja, guck mal. Martin, fang doch mal an. Ah, nee, du wirfst gerade, ne? Dann Peter. Einmal starten. Genau, ich werfe gerade die Bälle. Und wir haben Henry, der jetzt gerade die Bälle zurückbaggert. Bagger frontal machen wir gerade. Ja, darf ich direkt eine Sache haben, weil sich das wahrscheinlich durch die nächsten auch durchzieht. Henry, kannst du dich einmal, hör mal einmal auf zu baggern, bitte. Dreh dich mal einmal zu mir und zeig mir mal bitte deinen Handverschluss vorne. Genau, das hatte ich auch gerade im Kopf. Soll ich das so im Raum stehen lassen oder was sollen wir tun? Also wenn ich jetzt in der Halle wäre, würde ich ihm mal ein bisschen Druck auf den rechten oder auf den linken Arm geben. Und dann würdet ihr merken, dass irgendwo bewegt sich immer was. Oder wenn er nicht aufpassen würde, dann wird wahrscheinlich sogar ein Arm wegrutschen. Ja? Weil dieser Handverschluss ist nicht optimal. Ne? Also das Spielbrett ist nicht fest, weil er die Hände zwar einlegt, ja, aber er fixiert sie nicht. Ja? Also ich denke, eine der ersten Sachen wäre, den Handverschluss zu verändern, damit er das Spielbrett auch mal mit ein bisschen Überstreckung halt eben schieben kann, ja, und das Spielbrett fester bekommt. So war so das allererste, was mir aufgefallen war. Peter, das habe ich schon auch mal vorbereitet. Ich habe noch mal ein Bild, das kann man ganz gut sehen daran, um das nochmal zu zeigen, schon mal vorwegzunehmen. Wenn ich ja den Daumen jetzt hier drauflege, ja, um den Handverschluss, den jetzt Peter angesprochen hat, dann muss ich ja die komplette Kraft, die der Ball auf meinen linken Arm ausübt, mit dem Daumen halten. Ja, das ist das Problem. Deswegen rutscht dieser linke Arm hier in dem Moment meistens bei Ballkontakt ein bisschen runter. Das ist das, was Peter gerade meint. Oder rutscht ganz weg und reißt sogar auseinander. Ja. Ne? Oder auseinander, genau. Ja, dann passiert vielleicht sogar das. Das wäre der Extremfall, was nicht passieren darf. Da habe ich nachher nochmal ein schönes Bild vorbereitet. Das können wir vielleicht nachher mal einspielen. Mal gucken. Also okay. Korrektur für mich wäre relativ einfach. Also Handverschluss gibt es zwei Möglichkeiten. Ne? Die beste Variante ist halt eben tatsächlich das Einlegen und das Daumen auflegen, um es festzumachen und zu fixieren. Ah, sehr gut. Ja, okay, da sieht man es auch. Das ist auch nicht fixiert. Sehr gut. So, sie hält im Prinzip, sie oder er, am kleinen Finger und am Mittelfinger, nee, am Ringfinger hält er die Hand fest. Ne? Und das ist halt... so kein fixierter Handverschluss. Ne? Und spätestens dann, wenn es darum geht, auch mal seitlich anzunehmen, ne, und die Schulter hochzubringen, da rutscht mir immer irgendwas raus, ne, oder das Spielbrett fängt an zu kippeln. Deswegen nochmal, Hand schließen, das ist gut. Daumen zusammen auflegen, ein bisschen in Überstreckung bringen, dann habe ich auch eine gute Spielfläche. Variante 2 sieht man bei Männern häufiger als bei Frauen, ist halt die Faust mit umschließen und dementsprechend das Spielbrett nach vorne verlängern. Das gibt's Peter, mal ganz kurz. Ich habe jetzt das Bild hier mal, habe ich jetzt mal vorbereitet, weil den Handverschluss können wir gleich nochmal zeigen, wie wir uns das vorstellen. Ich habe jetzt hier das Bild mal rausgesucht. Das ist eine sehr bekannte Spielerin. Ich glaube, es kann auch jeder ahnen, wer es ist. Und trotzdem bin ich auch mit diesem Handverschluss nicht zufrieden. Ja? Und zwar deshalb, wenn wir jetzt mal gucken, das Spielbrett ist jetzt hier eigentlich gut ausgerichtet, weil sie sehr, sehr gute Armspannung hat. Das kann man hier in dem Schulterbereich erkennen, aber auch in den durchgestreckten Ellbögen. Und das Spielbrett lenkt ja den Ball jetzt ungefähr im rechten Winkel nach oben. So, bei ihr ist es der Fall. Wenn man jetzt aber auf den Daumen guckt, dann würde jetzt, wie wir es gerade gezeigt haben, der rechte Arm hier, also dieser Bereich, würde hier nach unten gehen, wenn man zu wenig Spannung drauf hat. Und ich vermute oder ich behaupte einfach mal, dass ich würde sagen, 90% aller Spielerinnen und Spieler hier in dem Bereich zu wenig Spannung haben und dass deswegen dann hier der Ball, der Arm runtergedrückt wird. Was passiert? Das Spielbrett verändert sich ja, wenn der Arm runtergeht, in etwa so und der Ball geht entsprechend jetzt nach da. Und das ist eben häufig ein Grund, warum Spieler sagen, Moment mal Trainer, hier, ich stehe doch gut, meine Füße sind gut, mein Spielbrett ist ausgerichtet, warum geht denn dabei jetzt trotzdem nach links und rechts? Und das liegt häufig daran, weil in diesem gesamten Bereich auch zu wenig Spannung drin ist. Und das liegt unter anderem an diesem Daumen, aber auch eben, wenn ich die Faust einkessel. Ja, das war mir wichtig, das nochmal zu zeigen, weil das sieht man eigentlich relativ wenig in irgendwelchen... Es sorgt dem Anfängervolleyball erfahrungsgemäß, gerade wenn diese Spannungsverhältnisse mit den langen Hebeln und so noch nicht vorhanden sind, sorgt eigentlich immer dafür, ich sage immer dazu, dass ein Arm abhaut. Ja? Oder dass Spieler anfangen, im Spielbrett irgendwie zu kippeln.
Ich denke, bei Laura hier funktioniert das und sieht man eigentlich auch ganz schön, die hat ein bisschen hypermobiles Ellbogengelenk, ne? Und kann dadurch ihr Spielbrett halt eben tatsächlich auch gut zusammenbringen halt, ne? Und es wird auch mit dieser Handfixierung später ein limitierender Faktor sein, wenn ich auch in der Verteidigung tatsächlich auch mal das Handgelenk benutzen muss, zur Innenrotation, ne, um den Ball zu spielen. Das funktioniert so alles nicht. Ne? Es ist deutlich schwieriger so, ja. Was mir dazu noch einfällt, wenn ich die Hände nicht fest fixiert habe, fällt es mir sehr schwer, lockere Schultern zu behalten. Das heißt, wenn ich, je mehr ich mit den Händen, du nennst es Handschluss, den Handschluss sauber habe, desto lockerer kann ich meine Schultern auch bewegen. Gerade im Kinderbereich, was du gesagt hast. Wenn ich will, dass die mir nicht abhauen, muss ich hier oben ganz fest sein und mich total anspannen. Das fehlt dann in der Beweglichkeit. Also ganz extrem wird das im Frauenbereich, wenn ich einen schnellen Float auf Schulterhöhe seitlich annehmen muss, ne? Und ich muss mit der Hüfte raus, muss mit der Schulter hoch, dann funktioniert es nicht, wenn ich das Spielbrett nicht stabilisiert habe. Dann fange ich an, im Spielbrett zu kippeln, und spätestens dann geht der Ball wieder weg und der Ball bestimmt, wo er hinfliegt. Ja. Ja, nochmal ein Hinweis dazu. Man kann das übrigens auch hören. Ja? Ich weiß nicht, ob das möglich ist, ob man das hören kann. Ich glaube nicht. Aber wenn er jetzt die Hand offen hat, also wenn er die so hat wie eben, ja, also dass das diese Handbewegung ist, dann hört man ein ganz deutliches Patschgeräusch. Ein Patschgeräusch ist mein Indiz dafür, dass wir zu wenig Spannung auf den Arm haben. Wir wollen aber vom Patsch zum Pock, sage ich es immer. Das heißt, sobald er jetzt vorne wieder die Hand einkesselt, also die Hände richtig schön zusammenbringt, Henry, mach die mal eben wieder so, wie du es zwischendurch schon gemacht hast, genau, und dann kippst sie nach unten, dann hört man auch ein deutliches Pock. Das ist ein Zeichen dafür, dass mehr Spannung drauf ist. Das finde ich gut, Stefan. Handgelenk und Unterarm. Das finde ich sehr gut, Stefan. Ich sammle ja so kurze, knackigen Sachen. Vom Patsch zum Pock finde ich auch nicht schlecht. Finde ich, also keine Ironie, finde ich richtig gut. Genau, und der Beachvolleyball ist treff ein bisschen ab, da ich vom Pock zum Patsch. Ja, aber nur beim Line-Shot. Was leider auch immer wieder passiert bei dem schlechten Handverschluss im Anfängervolleyball, ist dadurch, dass ich halt den Handverschluss nicht sauber mache, dass sich meine Trefferspielfläche extrem nach innen auf die Unterarme verschiebt. Und das ist im Anfängervolleyball absolut tödlich, weil da tut es tatsächlich dann auch noch weh. Ja. Gut. Wechsel. Schauen wir uns den nächsten an. Wer möchte, Alida? Auf geht's. Euch sind sicherlich noch ein, zwei andere Sachen aufgefallen, bei Henry, mir jedenfalls. Aber wir gucken mal weiter. Bagger frontal, weiße Linie ist gut, genau. Jetzt kommen die ganz langen Arme. Ein bisschen länger. Alida spielt erst ein Jahr, zur Erinnerung. Ja, das ist vor einem Jahr, das ist super. Super, super, super. Ja. Ja, vielleicht wäre es auch nochmal interessant, den Handverschluss anzugucken, weil der ja auch ein bisschen abweicht. Ich weiß nicht, ob das jetzt noch zielführend ist, aus eurer Sicht. Wer möchte anfangen? Ich hätte das gleiche gesagt wie Stefan jetzt gerade. Alida, kannst du mir auch einmal den Handverschluss mal in die Kamera zeigen vorne? Ah, guck mal, so ist gut. Das ist auch wieder so eine Geschichte, sieht man ganz, ganz oft. Ne? Erstmal geht der Zeigefinger weg, ne, vom Handverschluss, ne, und zeigt da wie eine Pistole auf den Ball oder so. Aber ihr seht auch schon, mach mal nochmal, ihr seht auch schon, wie locker das eigentlich zusammen ist. Das ist nicht richtig fest. Ne? So, und damit einhergehen, und das hat Stefan gerade auch schon richtig gesagt, das Ganze wird deutlich besser. Und Jan hat es auch gesagt, wenn wir die Spieler dazu zwingen, die Schulter nach vorne zu bringen und sich oben in der BWS runter zu machen. Ja, also die BWS wirklich rund zu machen, die Schultern nach vorne zu bringen, das sieht bei Frauen nicht so schön aus, ne? Aber man muss sich dann auch wieder auftrainieren. Nein, aber es hilft auch dazu, dass das Spielbrett vorne zu schieben und den Handverschluss zu machen. Also ich würde dich mal bitten, Alida, dich mal ein bisschen jetzt gleich mal runder zu machen, hinten, oben in der Brustwirbelsäule, genau, die Schultern weit nach vorne zu schieben, ne? Und mal unten die Hände richtig, richtig festzuhalten und dann schieb mal die Arme so weit, wie du kannst, durch. Mach dich mal richtig rund. Ah, guck mal, das sieht schon viel besser aus. Ne? Sehr, sehr, ja? So, und wenn du das jetzt mal machst, jetzt dreh dich mal wieder zu dem Anwerfer. Ja, genau, jetzt mach mal das Gleiche. Mach mal nochmal das Gleiche. Genau, mach mal wieder so, mach dich mal richtig rund. So, jetzt kriegst du einen guten Anwurf. Ah, genau. Und schon kommt auch die Schubbewegung deutlich besser. Gut. Ich bin ein großer Freund inzwischen, ist geklaut, ist aus Italien geklaut, aber hat sich vielleicht rumgesprochen von Baggerhilfen.
Ich habe jetzt, wenn ich es gewusst hätte, hätte ich eine da. Ich habe jetzt leider keine da. Baggerhilfe, die dafür sorgt, dass ich oben in der BWS runder werde und die Schulter nach vorne bringe. Also im Endeffekt ist es ein Rohr, ein Abflussrohr, was auch immer. Da kommt ein Fahrradschlauch drum. Ja, das kann man sich über den Kopf hängen und dann legt man die Arme auf diese Baggerhilfe und die verläuft hier unter der Brust her und die sorgt dafür, dass ich runder werde und meine Schulter nach vorne bringe. Und das ist im Anfängertraining eine Riesenhilfe, weil das, was Alida am Anfang gemacht hat, war im Rücken sehr aufrecht. Das war gut, weil sie Ballgefühl hat, das sieht man, ja, aber sie war im Rücken extrem aufrecht. Und diese Baggerhilfe kann ich auch wieder für die Anfänger nur jedem empfehlen. Kann man auch wunderbar seitlich mit baggern, weil wenn ich die eine Schulter fallen lasse, schiebt mich dieses Rohr, was ich habe, automatisch mit der anderen Schulter auch nach oben. Ja, und das ist auch, auch im seitlichen Annahmebereich eine Riesenhilfe. Große Empfehlung. Ich habe jetzt leider keine da, wenn ich es gewusst hätte. Aber vielleicht kann ich sie ja dem Steffen ja mal ein Foto schicken und der postet das dann auf Facebook oder wo auch immer. Das bekommen wir gerne hin. Eine andere Frage kommt von Martina. Arbeitet ihr auch mit kleinen Säckchen im Nacken? Das gibt es auch, dass man die hinten auf den Nacken legt und in dem Moment, wo du zu aufrecht stehst und nicht Bauchnabel zum Boden machst, fällt das Säckchen hinten runter. Auch eine. Genau, haben wir auch schon mit Hütchen gemacht. Sorgt immer für viel Spaß, nur nicht bei dem Spieler, der es gerade auf dem Buckel hat. Aber es soll ja was bringen. Glas Wasser. Andere Sache geht in die ähnliche Richtung, weil wir ja eigentlich wollen, dass sich unser Baggerspieler sehr ruhig bewegt, ja, ohne eine dauernde Auf- und Abwärtsbewegung zu haben. Schöne Grüße an den Christian Wolf, der ja auch schon mal bei euch war. Der hat sie aus Japan mitgebracht, die Übung. Einen Handschuh oder ähnliches auf den Kopf legen und den Athleten damit sich bewegen und baggern lassen, damit er eine ruhige Bewegung bekommt. Hat man eine Auf- und Abwärtsbewegung, vor allen Dingen in der Bewegung zum Ball oder eine Ausführung des Baggers, fällt der Handschuh vom Kopf runter. So, dann haben wir noch eine weitere Frage. Was ist eure Meinung dazu, wie weit die Arme bzw. Hände nach oben geführt werden sollen beim Spielen des Balles und wie viel Impuls aus den Armen kommen sollen? Der Hauptimpuls kommt aus Schulter, Arm, ganz wenig nur aus den Beinen. Und ich würde die Arme, das Spielbrett nicht über Schulterhöhe. Also kein Schlagen des Balles, dass ich die Hände über die Schulter bringe, sondern ich lasse sie einfach dort. Also da in der Beziehung bin ich ein Freund von Einfrieren. Weiß nicht, wie das Peter sieht, aber da kann man das gut selber sich kontrollieren. Wie hoch habe ich das Spielbrett, die Spielfläche wirklich geführt, nachdem ich den Ballkontakt hatte? Ich finde, zur Kontrolle des Spielbrettes ist dieses, was viele Freeze nennen, durchaus sehr, sehr sinnvoll. Ja. Dass man manchen Spielern dann im Spiel drin bleibt, stört mich ehrlich gesagt nicht. Ich würde gerne bei Alida nochmal auf die Beine zu sprechen kommen. Ich finde, sie macht sehr große Schritte, besonders der letzte. Und häufig ist sie auch wie auf einem Schwebebalken, dass die Füße fast hintereinander stehen. Also bei Alida wäre bei mir eine klare Korrektur auch Füße schulterbreit, ja, und der letzte Schritt kleiner, dass sie eventuell zwei Schritte macht. Alida, würdest du noch mal ein bisschen baggern, bitte? Kann auch gerne ein bisschen seitlich sein. Also da wird sie extrem wackelig, dadurch, dass der Schritt so groß ist und sie auch fast voreinander stehen, die Füße. Da wäre für mich eine klare Korrektur, schulterbreit die Füße und halt, wenn sie von der Distanz, dann soll sie zwei Schritte machen. Oder einen Fullstep daraus machen, ne? Also das rechte Bein, in dem Fall ist es ja immer noch dazu setzen. Ne? Im Endeffekt macht sie einen Riesenschritt und vergisst dann, das Ganze auszugleichen. Da sind wir bei Bernd Werschek ganz schnell mit seinem Babam, das ist so die ähnliche Geschichte mit den zwei, ja. Ja, heißt so, ich kenne es unter Fullstep. Was sie sehr gut macht, ich weiß nicht, ob das schon gesagt wurde gerade, deswegen Gruß an den Trainer von Alida. Also die linker Fuß, rechte Fußverlagerung ist halt super. Ne? Das heißt, wenn ihr Ziel jetzt links von ihr liegt, dann nimmt sie den rechten Fuß vor, um den Körperschwerpunkt auch dahin zu verlagern. Also jetzt in dem Fall muss der rechte Fuß vor, genau, weil das Ziel links von ihr ist. Jetzt muss der linke Fuß vor, weil das Ziel rechts von ihr ist. Ja, das macht sie schon sehr gut. Wie wir schon mal gesagt haben,
die Alida ist definitiv ein Bewegungstalent und ein Balltalent, überhaupt keine Frage. Absolut. Ja, genau das machen halt viele Spieler nicht. Ne? Die lassen dann ihre Schrittstellung so und dann kippen sie zur rechten Seite auf, kippen zur linken Seite auf, ja, und spielen damit auch jeden einfachen Dankeball halt schlecht, ne? Weil sie sich nicht ausrichten. Also bin ich völlig dabei, sehe ich genauso. Ja. Okay, welche Diskussion wir gerade nicht anfangen, ist hinterm Ball und seitlich baggern. Ist auch mit der Fußstellung, sie hat momentan genügend Zeit und sie baggert halt momentan frontal den Ball zurück. So. Vielleicht noch eine Sache zu dem, was Uwe gerade gesagt hat. Bei Alida war es gerade auch schön zu sehen. Also es war schon relativ oft zu sehen, dass das Spielbrett in der Endposition zur Decke gezeigt hat. Oder sogar hinter den Körper. Ne? Also das Spielbrett sollte zum Ziel. Ich bin kein Freund von dem Einfrieren. Zum Üben ja. Ja? Vor allen Dingen auch seitlich, um mal eine Schulter nach oben zu bringen, ja, um das mal zu sehen, was passiert, wenn ich den Ball nur blockiere. Aber da bin ich sehr klar, vielleicht ist da Männervolleyball auch anders, aber kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, eher im Gegenteil. Also ich bin eigentlich dafür, er sah, dass es gut war und dass ein Spieler gerade, wenn er mit den Armen arbeiten kann, wenn er das Ballgefühl hat, wenn er sehr locker ist, damit deutlich mehr erreichen kann. Also ich halte es für sehr wichtig, dass ich es schaffe, das Spielbrett so auszurichten, dass ich zielorientiert arbeite. Und das geht halt nur, wenn ich sehr locker bin. Also locker in der Hüfte bin, locker in der Schulter bin. Ja, und dann tatsächlich auch mal mit den Armen Dinge korrigieren. Oh. Und da ist das Einfrieren eher hinderlich. Hier ist noch eine Frage von Isabel Jass nochmal, von Isi aus Hamburg. Hallo übrigens, Isi. Was ist mit dem Rausschieben der Arme? Die Arme werden gebeugt, zusammengenommen und dann rausgeschoben. Sollte man nicht lieber gestreckt zusammennehmen? Das ist eine Philosophiesache. Bin gespannt, was ihr so sagt. Man hat das vorhin auch bei Henry gesehen, dass er halt erst die Arme gebeugt zusammengenommen hat und sie dann gestreckt. Ja, nein, ist überflüssig. Aus meiner Sicht eine Parasitenbewegung. Also Parasitenbewegung, eine Bewegung, die davon lebt, dass sie überflüssig ist. Ja. Parasitenbewegung. Och, ich lerne hier auch wieder hinderlich. Also wenn ich mal was dazu, finde ich toll. Immer wieder den Frauenbereich. Wenn ich seitlich baggern will, ja, und öffne eine Seite, dann muss ich erst einen Arm rausnehmen und den anderen dann gestreckt ranführen. Die Problematik, die entsteht, egal ob gebeugt oder gestreckt, wenn ich die Arme schon vorm Körper zusammennehme und muss dann meine Bewegungsart verändern, also zum Beispiel zur Seite raus, wird daraus so eine Windmühlenbewegung, ja, und ich verlängere im schlechtesten Fall den Ball nach hinten zur Wand. Ja, also immer gestreckt rausnehmen, dann den anderen Arm rannehmen. Okay. Vielleicht könnt ihr mal Henry und Alida parallel annehmen lassen mit zwei Trainern. Dann haben wir mal den Vergleich. Wir hatten gerade eben noch mal kurz was gezeigt. Das hat nicht ganz geklappt, wie man diese Bewegung oder diese Ruderbewegung, ja, wenn der Ball wirklich hier gespielt werden soll und dann die Arme hier hinten aufhören, das sieht man ganz häufig, dann haben wir gerade mal versucht, ihr wirklich eine Barriere zu geben, indem man sagt, wenn sie baggert, darf sie diese Antenne nicht berühren. Das machen wir jetzt aus Corona-Gründen mit einer Antenne. Deswegen ist es auch ein bisschen schwieriger. Sonst kann man einfach nur den Arm dahin halten. Ja, der Ball kommt von oben, dann hält man den Arm dahin. Der darf nicht berührt werden. Jetzt machen wir es mit einer Antenne, um das zu zeigen. Das heißt, sie darf nur bis zur Schulterachse hoch. Ja, das passiert jetzt in dem Moment durch die Antenne. Versuchen es nochmal. Ja, also ungefähr so. Ne? Das heißt, sie muss mit den Händen immer unter der Antenne bleiben. So kann man das in etwa machen. Dann haben sie auch ein Gefühl dafür, was sie verändern müssen. So, beide nochmal parallel war gerade die Frage von Uwe. Ja, machst du mit, Henry? Und diese Parasitenbewegung, wie sie Peter nennt, die kriegst du nie wieder raus. Das ist unfassbar schwer. Es gibt dann auch welche, die sich hier oben schon zusammen machen und dann eine ganz extreme Vorbewegung machen. Das ist nie ein Problem, wenn ihr alle Zeit der Welt habt, aber kaum, wenn ihr, was ihr in diesem Spiel selten habt, ist Zeit. Und wenn ihr keine Zeit mehr habt, werdet ihr gar nicht dazu kommen, euer Spielbrett aufzubauen. Frage, sind wir noch bei frontal oder sollen wir schon seitlich? Gerne alles seitlich machen. Ja, alles gut. Ja, unterbund. Wir haben noch zwei andere Spieler, die ich noch gerne sehen würde. Ich möchte auch die Chance geben, dass wir halt auch die Neunjährige noch mal sehen. Denn wir haben auch viele Jugendtrainer da, die vielleicht mit dem Alter was machen.
Dann lass uns doch mal bitte Helene und Timon jetzt parallel machen vielleicht, dass beide mit reinkommen. Jetzt fällt mir bei Helene gleich wieder der leichte Ball ein. Den haben wir, glaube ich, nicht. Aber genau. Ich würde mich nicht wundern, wenn sie im Baggern genauso weit ist wie im Pritschen. Ja, Timon, du auch. Macht euch parallel. Da sparen wir Zeit und wir sehen euch beide gut, ja. Natürlich auch auf Facebook und hier im Webinar. Haut gerne raus, was ihr so an Korrekturen habt, was ihr seht. Dann lesen wir es auch mit vor. Ich sehe hier gerade Bernhard Prem, der schon häufig dabei war, aus Österreich schreibt, er kennt mit dem Armschluss, kennt er die Abkürzung ABAH, also erst Auge, Beine, Arme, Hände. Ja, also ganz, dass man auch da ganz klar sagt, die Arme werden zuerst gestreckt, dann die Hände zusammen. So, Mirko schreibt auf Facebook, für ein Jahr ist Alida auf jeden Fall gut. Sie hat bestimmt vorher eine andere Sportart gemacht oder Ballsportart gemacht. Mein Tipp, Korbball oder Basketball, würde gerne wissen, ob mein Tipp stimmt. Nein, ich würde fast auf Leichtathletik tippen, aber es gibt auch, sie hat das gemacht, ihr könnt auch noch mal ein bisschen raten. Okay, eure Tipps in den Kommentaren jetzt. Ich hab schon wieder eine Sache zu Helene. Ja? Also dieses Mädchen für 9 Jahre, das ist unfassbar. So, und das ist ein schönes Beispiel für meine Theorie von gerade. Wenn ich jetzt da hingehen würde und würde diesem Mädchen ihr Ballgefühl wegnehmen, ja, indem ich ihr irgendwas mit Einfrieren oder sonst irgendwie sowas erzähle, ja, dann nehme ich ihr das weg, was sie unfassbar gut macht. Und dieses Mädchen ist in der Lage, diesen Ball zu kontrollieren. Ja, und das soll sie doch bitte machen. Ja, und da muss ich nichts einfrieren. Denn die hat so viel Ballgefühl und Körpergefühl. Das ist genial. Ja, und genau diese Spieler suchen wir, ja, die in der Lage sind, jetzt schon. Ne, sie schafft es jetzt durch Impulsgebung, durch ein bisschen Kippen da, ne, durch ein bisschen Kippen des Spielbretts, schafft sie das, diesen Ball zu steuern. Und der Ball fliegt dahin, wo sie es hinhaben möchte. Und da bitte nicht da anfangen mit Einfrieren und Arme dürfen sich nicht bewegen oder irgendwie sowas. Ja, nee, will er nicht falsch verstehen. Also wer das gut macht, der soll es gut weitermachen. Es ist ja nur für die das, wo halt ein Fehler, ja, entdeckt wird, dass die man das selbst vom Ball, ne? Um die Ecke, sie begleitet den Ball und spielt ihn um die Ecke. Fußstellung, noch ein ganz anderes Thema. Aber was das Mädchen für ein Ballgefühl hat, sensationell gut für die Altersklasse. Ich würde mal Martin und Stefan beide bitten, dass sie jetzt so werfen, dass seitlich gebaggert werden muss. Machen wir das einfach mal. Dass die beiden bewusst seitlich baggern, rechts oder links. Man wird sicherlich schnell eine Schokoladenseite sehen, wenn sie die Möglichkeit haben. Spannend ist zu sehen bei Timon, dass er sofort überhaupt nicht mehr aus den Knien baggert. Auf einmal macht er das alles mit dem Spielbrett. Wie bei Martin mal eben einhaken. Martin, kannst du den Ball mal an der Schulter vorbei werfen und nicht 2-3 Meter nach rechts? Sondern dass sie quasi aufdrehen muss, um dann zu baggern. Genau, ja, und ruhig lang. Genau. Ja, toll, ja. Helene, es könnte sein, dass du die erste 9-Jährige mit Fanclub nach diesem Abend bist. Ja, die ersten Abwerbeversuche kommen schon aus Flensburg und von Mirko. Na, aber wenn man das sieht und wir jetzt vielleicht über Technik seitliches Baggern gleich reden, ne, wie instinktiv sie den Fuß rumstellt, um, ja, sich Platz zu machen. Ne? Sie macht sich Platz, um den Ball baggern zu können, ja? Weil er sonst irgendwo an ihrer Schulter oder an ihrem Körper landet. Ja? Und ja, ist einfach ein Bewegungstalent und das macht sie einfach gut. Und das scheint ja intuitiv zu sein. Das ist ja jetzt nicht zwingend antrainiert. Hm.
Also wichtig, wenn wir über das Seitliche reden, ist mir halt erstmal, dass wir offen stehen, die Arme sind noch nicht geschlossen und wir entscheiden uns mit dem ersten Schritt für eine Seitigkeit. Der erste Schritt bestimmt, auf welcher Seite wir annehmen wollen. Am schlimmsten ist das erstmal stumpfe Rückwärtslaufen und dann versuchen, im Rückwärtslaufen zu entscheiden, was ich mache. Ich entscheide mit dem ersten Schritt und dann kann ich mit dem Ball sliden, kann rückwärts laufen, kann die Höhe mit meinem Spielwinkel verstellen, mit meiner Schulterachse arbeiten, mit der Hüfte rausarbeiten. Aber der erste Schritt ist der wichtige. Und das ist der entscheidende, wo ich denn seitlich hin will. Das ist ein guter Hinweis, Peter, weil ich viele Spieler kenne, die erstmal nach hinten gehen und sich dann im Rückwärts bewegen, gucken, wie können sie sich am besten aus der Situation noch retten. Oder sich wundern, wenn dann der Drop kommt oder irgendwie sowas, ne? Der Ball auch noch fällt. Dann ist es vorbei. Ja, das, was Timon da nebenan macht, das hat mit dem seitlichen Baggern in dem Sinne jetzt nicht zwingend was zu tun, weil der Ball ja auch zur Seite geworfen wird. Aber was man bei Timon ganz schön sehen kann, ist, wer die Arme nachreißt. Ne? Also er slidet mit den Armen immer noch rein, also unterschneidet den Ball schon fast. Ne? Timon, mach noch ein paar Bälle, bitte. Ja, wir haben gerade hier... Timon und ich hatten gerade Kommunikation. Könnt ihr das nochmal wiederholen? Ich habe das nicht bekommen. Ich habe gesagt, bei Timon ist es kein echtes seitliches Baggern mehr, ne? Weil er seitlich läuft und er versucht das über ein Unterschneiden, also ein Ziehen der Arme halt eben auszugleichen. Also ein echter seitlicher Bagger ist das so nicht. Ne? Dafür müsste er mal versuchen, mal einen Fuß rumzustellen und die Schulter zu kippen, ja? Also eine Schulter nach oben zu bringen. Ne? Oh. Da ist das Unterschneiden. Ja? Und wenn das ein schneller, jetzt im Frauenbereich zum Beispiel, relativ flaches Netz, ein schneller Float und ich mache diese Unterschnittbewegung, rutscht mir der Ball über mein Spielbrett. Genau. Also das Spielbrett muss gekippt, das Spielbrett muss ausgerichtet werden. Und nicht, ich kann den Ball führen und begleiten, ist kein Problem, aber das Spielbrett bleibt gekippt und ich schneide nicht unter dem Ball her, dann rutscht mir der Ball über mein Spielbrett. Na, das ist besser. Was man mal tun könnte, Stefan und Martin, lass die beiden sich doch mal bitte hinknien, aber seitlich zu euch. Also eine Schulter zeigt zu euch. So, und dann knien die sich hin. Jetzt hat der arme Timon wieder keine Knieschoner an, aber geht schon. Und ihr werft den Ball an der Seite vorbei, weil jetzt müssen sie die Hüfte rauskippen und die Schulter nach oben bringen und mit ein bisschen Armimpuls und mit ein bisschen... Hüfte, Schulter, müssen Sie den Ball nach vorne schieben. Das probiert mal. Achtet mal darauf, Martin, Stefan. Oh ja, kleiner Scherz. Und auf der Seite, wo er kniet, aber das ist auch schön. Schau mal, dass hier Timon. Kleiner Spaß muss sein, Entschuldigung. Ja. Okay. Die Hüfte, also bei Helene ist es die Hüfte nach links, bei Timon ist es die Hüfte nach rechts. Die Hüfte raus. Timon, schieb mal die Hüfte nach rechts. Nee, nach rechts rausschieben. Zur Wand nach hinten. Die Schulter, linke Schulter, nee, zurück, dreh mal zurück. Linke Schulter fallen lassen. Lass mal die linke Schulter fallen. Gut, und die Hüfte nach rechts schieben jetzt. Ja, so, genau. Und da jetzt mal den Ball halt Impulsgebung. Gut. Ich sehe gerade hier von Michael Kraus den Kommentar. Ja, definitiv. Viele haben Probleme, weil sie die Beweglichkeit in der Lendenwirbelsäule, in der Hüfte haben. Ja. Absolut richtig. Da hilft immer ein Tanzkurs. Ein Tanzkurs, großartig. Wirklich. Wir sollten immer die Frage auch vorlesen, Peter, weil nicht jeder... Oh, ja, der Michael Kraus fragte, ob das Rausschieben der Hüfte und das Kippen der Schulter eventuell auch was mit einer Bewegungseinschränkung meistens in der LWS zusammenhängen könnte. Das ist tatsächlich so. Also Mobilisation in den Bereichen, um überhaupt diese Drehbewegung zu ermöglichen, sind wichtig. Und jetzt sieht man es ganz schön, Timon, er schiebt die Hüfte wirklich gar nicht raus. Ne? Also er kippt gar nicht. Eigentlich ist das eine ganz natürliche Bewegung, dass ich die Hüfte schiebe und dann meine Schulter kippt. Ja, gut. Genau, gut. Was man mal tun könnte, ist mal zu versuchen, stellt ihr euch mal hin, ihr beiden, würdet ihr euch noch mal hinstellen?
Probiert mal den angeworfenen Ball von Stefan und Martin genau mit der Bewegung, jetzt nicht zu ihnen zurückzubaggern, sondern ihn nur auf die Erde tropfen zu lassen. Also mal Volleyball untypisch, ne? Die Arme rausnehmen, das Spielbrett, und den Ball einfach so 2-3 Meter vor euch auf die Erde tropfen zu lassen. Versucht das mal. Ja, aber seitlich, ne? Seitlich. Ja, und jetzt da, das ist, bei Timon habt ihr schon schön gesehen, ne? Er kommt gar nicht raus, das Schritt. Ja, er kommt gar nicht über den Ball mit der Schulter. Ja. Helene, richtig seitlich. Also stellt euch mal ruhig wieder seitlich hin, so wie, wie ihr gerade gekniet habt. Genau, so, richtig. Und versucht mal die Hüfte rauszuschieben und richtig die Schulter hochzukippen. Also die Idee des auf die Erde baggerns ist eigentlich, dass ich extrem, also eigentlich übertrieben, mit der Schulter arbeite, ne? Mit der Schulter rumkomme und die Hüfte kippen muss. Dass ich mein Spielbrett mal zur Erde ausrichte. Ja? Und das kann man durchaus auch in so Bewegungsformen machen, dass man mal einen auf die Erde, einen nach oben baggert. Letzte Hilfe für euch beiden, die mir einfällt. Probiert mal im Moment des Baggers euer hinteres Bein leicht abzuheben. Rausgehen und das hintere Bein abheben und dann den Ball wieder auf die Erde spielen. Probiert das mal aus. Ja. Gut. Also die Idee des Beinabhebens so als Hilfe ist relativ einfach. Ich verschiebe mein Gewicht auf das vordere Bein und habe dadurch wieder einen Vorwärtsschub. Und wenn ich das Bein abhebe, habe ich auch noch mehr Möglichkeiten, die Hüfte und die Schulter zu kippen. Ja, bei Timon sieht man, hilft es schon tatsächlich ein bisschen. Ne? Bei Facebook sagt der Leo zu dieser Übung, er sagt, bei dieser Übung mit den seitlichen Knien, also als sie eben knieten, geht das gewollte Nachführen des zweiten Armes völlig verloren. Es ist schon sehr isoliert. Aber muss man natürlich auch darauf achten, dass das halt nicht passiert. Weil sie ja schon seitlich sind. Ja. Es baggert den Ball mal wieder nach oben, macht das mal genauso, öffnet eine Seite, das Bein abheben, Gewicht nach vorne und jetzt spielt den Ball mal den beiden da oben wieder in die Hände. Dann wieder seitlich, Helene, wieder seitlich öffnen, so wie gerade. Einen Schritt nach hinten. Ja, einen Schritt beide hinten. Beide am Boden, ja? Oder eins wieder anheben? Das hintere Bein ruhig mal wieder abheben. Dann alles geht klar. Der Druck ja nach vorne. Gut. Ja, bei Timon sieht man schön, das Spielbrett kippt tatsächlich besser. Ne? Gut. Ja. Also bei Timon finde ich jetzt, durch diese 2-3 Sachen, sieht anders aus als vorhin. Gut, okay. Wollen wir das doch mal mit Alida und Handy versuchen, oder? Ja, bitte. Ich glaube, das fand ich ganz gut mit dem seitlichen. Und großen Applaus an beide schon mal. Ja, lasst ruhig mal hier auch Applaus auf Facebook fliegen. Da gibt es auch ganz viele Emojis dafür. Oder eben auch ganz viele Likes, Herz-Emojis. Habt ihr super gemacht, ihr beiden. Vielen Dank. Ich habe jetzt schon einen Wunsch, dass die gesamte Hallencrew mit den Spielern nachher noch eine Art Corona-Gruppenfoto hinkriegen. Das wäre toll. Der Rolf Wilmsen schreibt, eigentlich werden die Bälle zu hoch angeworfen. Etwas flacher würde das Kippen des Spielbretts besser durchgeführt. Was sagt ihr dazu? Da müssen die Ballmaschine nochmal einstellen. Ja, ich glaube, wir haben schon sehr flach angeworfen. Aber richtig ist natürlich, dass wenn ich den seitlichen Bagger trainieren möchte, vielleicht können wir mal ein seitliches Bild schalten, Andreas. Ja, ein seitliches Bild schalten. Da kann ich nicht den Ball so hoch anwerfen, weil dann ist das einfach schwierig. Ja, da muss ich den Ball schon flacher anwerfen. Können wir auch nochmal zeigen hier. Ja, dann können wir unsere Schulter entsprechend kippen. Ja, unsere Schulter entsprechend kippen und den Ball nach vorne schieben. Das klappt natürlich nicht, wenn der Ball von oben kommt. Ja. Kann ja nicht klappen. Also ich sage immer dazu, ich versuche, die Schulter zu trennen. Ja, mit einem flachen Wurf.
auf Schulterhöhe den Spieler zu treffen, damit er sich Platz machen muss. Ich habe hier noch eine Handhebung von Holger. Den würde ich gerne mal Sprecherlaubnis geben. Holger, einmal unmuten und dann kannst du auch noch deine Meinung kurz reinhauen. Hi. Hi, Holger. Da hilft es ganz gut, wenn ihr die Bälle nicht zu werbt, sondern zu prellt. Wenn er sie relativ flach über dem Boden zuprellt, dann kommt das mit der Seite ganz gut hin. Lass uns das gleich sehen. Sollen wir das eben machen, auch wenn wir eine Meinung dazu haben? Aber wir können es versuchen. Wir machen es einfach. Macht es einfach mal und dann äußert ihr eure Meinung dazu. Ja, dafür ist es da, das machen wir jetzt. Vielleicht mit Druck. Mit Druck. Okay. Mit Druck. Holger, du korrigierst, wenn sie irgendwas anders machen sollen. Das ist deine Übung. Das Prellen ist halt, muss man ein bisschen üben, dass das passt. Das ist schon klar. Was hat er gesagt? Kannst du es nochmal wiederholen? Das Prellen muss man halt schon ein bisschen üben, dass das richtig passt vom Timing her. Sonst ist das klar, wenn es zu hoch geht. Logisch. Ist ganz schlecht zu verstehen. Also wenn er das Prellen, muss man ein bisschen üben, damit das vom Timing her passt, meint er. Von der Höhe her auch. Auch von der Höhe. Wie wäre es mit dem Presswurf? Ist das vielleicht eine Option? Wo ist denn meine Kamera hier, ne? Also wir können das nochmal probieren. Die Schwierigkeit ist natürlich, dass der Ball von unten jetzt kommt. Es sei denn, es soll so sein, dass der Ball abspringt und dann trotzdem wieder von oben kommt. Aber in dem Moment, wo der Ball von vorne flach oder sogar von unten kommt, vom Boden zurückprallt, ist das ja eine Ballflugkurve, die wir so beim Volleyball nicht haben, beziehungsweise ist der Ball... Ja, aber dann rutscht er dir nicht über die Arme. Dann lernen sie, dass der Ball nicht über die Arme wegrutscht. Tja, okay, weiß ich nicht. Wir hatten gerade mehrere Fälle, wo das passiert ist. Wir probieren das nochmal aus. Und im Sinne eines, ich sag mal, differenziellen Lernens und Auge-Hand-Koordination kann man das vielleicht machen. Aber wir trainieren aus meiner Sicht damit was im Spiel so nicht vorkommt. Wir probieren es nochmal aus. Vielleicht. Beziehungsweise, was bezweckst du denn damit? Dafür ist es ja da, das Format. Deswegen interessiert uns das auch. Und die Zuschauer wahrscheinlich auch. Ja, weil wir hatten das Thema, dass ganz oft diese Bälle in der Annahme über die Seite wegrutschen, über die Arme. So, wenn der jetzt so von unten nach oben geht, dann muss ich mit der Schulter drüber kommen, dass ich den Ball halte. Sonst rutscht er mir, wenn er von unten nach oben geht, noch weiter weg. Okay, ja. Also wir müssen noch stärker kippen als eigentlich normal. Okay, also beabsichtigst du damit ein etwas stärkeres kippen. Probieren wir. Das Kippen zu verstärken, genau das beabsichtige ich damit. Probieren wir aus, alles klar. Ja, hinten müssen wir hoch. Vorne müssen wir absenken. Ja, der war zu dicht am Körper. Ja, ich glaube, so meint er das. Ja, und wenn Sie das dann danach in der Normalübung wieder umsetzen, dann müsste es deutlich besser sein. Ja, noch mehr kippen. Noch mehr kippen wieder. Komm ein bisschen dichter dran, Alida. Komm ein bisschen dran. Gelbe, weiße, grüne Linie. Grüne Linie ist gut, genau, das ist gut. Ja. Vielleicht darf ich mal noch mal einhaken, so zwei, drei Sachen, weil es ja darum ging, Vorübungen zu machen oder Übungsformen zu finden. Also was eine ganz schöne Sache ist, ist tatsächlich über ein Netz, über eine gespannte Schnur so Wurfspielchen zu machen, dass ich seitlich öffnen muss, seitlich fangen, um den Ball dann in langen Arm wieder zurückwerfen. Sowas kann man machen, was man hervorragend machen kann. Genau sowas, ja, Stefan, aber richtig öffnen, ne? Richtig öffnen und wieder werfen, genau. Ja, was man hervorragend machen kann. Stefan, würdest du mal einmal auf die andere Netzseite gehen mit dem Ballwagen? Und der Henry bleibt im Feld. Hast du den Ballwagen da? Okay, jetzt toss mal gleich einen Ball über das Netz, ruhig lang. Und der Henry muss seitlich öffnen, also einen Fuß rumstellen und streckt dann nicht die Arme, sondern macht mit den Armen ein O, so ein großes O machen und lässt den Ball durch die Arme durchfliegen und dann tickt er hinter ihm auf. Du kannst ihn rüber werfen, Stefan, oder rüber tossen. So, seitlich öffnen, ein O. Genau, und das Gewicht nach vorne, ja, machen wir nochmal, öffnen, genau, ja, den Fuß rum, dass er nicht gegen den Fuß titscht, gut, öffnen, sehr gut, jawohl. Ja, das kann man auch wunderbar, natürlich, wenn er frontal steht, dass er rechts und links öffnet, oder die kurzen Bälle, dass er die frontal durch die Beine ticken lässt. Also der, Stefan, ruf ihm mal zu, ob er rechts öffnet oder links öffnet oder frontal spielt.
Frontal muss der Ball durch die Beine ticken. Jo, alles klar. Rufst du dem Henry was zu? Ah, ist kurz. Gut. Lass die Arme zusammen. Genau, gut. Na, bei Henry mal gucken, das läuft ganz gut. Ne? Er macht sich Platz, auch in den schwierigen Situationen, dass er sich viel bewegen muss. Ne? Funktioniert ganz gut. So, jetzt könnte man das noch zusammenbasteln. Alida, gehst du mal zu Henry einmal rüber? Stell dich mal vor, Henry, bitte. Stell dich mal vor, Henry. Stefan, warte mal. Stell dich mal einmal vor, Henry. Henry, geh mal nah ran an Alida. Das ist jetzt nicht ganz Corona-konform, aber geh mal so auf einen Meter ran. So, die Alida lässt den Ball jetzt links oder rechts durch das O fliegen. Dann tickt er einmal auf. Dann sind wir auch bei der Übung von gerade. Und der Henry öffnet die gleiche Seite, wie Alida sie geöffnet hat und schiebt den Ball dann ans Netz. Alida ist nach vorne gelaufen und kann ihn am Netz auffangen. Alida öffnet rechts, Henry öffnet auch rechts, spielt den Ball ans Netz und dann geht er leider, nee, doch nicht ganz rüber. Noch, mach mal, näher ran, Henry, geh mal näher ran, Alida. So, links öffnen, Pass spielen, gut. Ja, so, und das Spielchen könnte man sogar 2-2 machen, ist gar kein Problem. Ne? Als Baggerball 2-2 oder mit 3 Kontakten, dass die Alida vorne zuspielt und dann wird der Ball rübergepritscht. Ne? Funktioniert völlig unproblematisch und ich habe dieses seitliche Öffnen, ja, aber auch noch mit dem Bagger dazu kann ich eine wunderbare Miteinander- oder Gegeneinander-Spielform ausmachen. Und funktioniert auch mit Aufschlag. Jetzt haben wir noch mal, jetzt hat sie als zweite Aktion den Ball zu fangen. Ne? Es muss natürlich darauf achten, also dass die erste Aktion ordentlich zu Ende ausführt. Man kann ihn auch angreifen, wäre alles möglich. Ne? Aber wichtig ist immer noch, dass die erste Aktion halt zu Ende ausgeführt wird. Da müssen auch viele Trainer darauf achten, weil viele konzentrieren sich schon auf die zweite und vergessen bei der ersten, worauf sie achten sollen. Ja? Die Knotenpunkte, die wir mitgegeben haben. Deswegen müssen wir Alida kurz daran erinnern, seitlich aufzudrehen, den Ball durchzulassen, sich dann erst zum Netz zu bewegen und das möglichst schnell. Also okay. Kette wäre auch noch drin. Es ist auch eine ganz motivative Sache, auch für Kinder. Das machen die ganz gerne, funktioniert ganz gut. Kann ich auch koordinativ noch die Reize setzen, das, was Stefan gerade gemacht hat. Also ich rufe zu, ob rechts oder links oder frontal gespielt werden muss. Na, gibt es, mach ein bisschen flacher, Henry. Dann müsste es eigentlich einfacher werden. Hoffe ich. Man kann es auch mit Zahlen machen. Wenn ich eine gerade Zahl rufe, wird links geöffnet. Ungerade Zahlen muss man rechts öffnen. Also der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Sind wir schon fast im Live-Kinetik-Bereich? Mal ganz praktisch in der Vorbereitung. Kann man auch mit Farben und Zahlen machen. Also so. Dann entscheide, was ich spielen muss. Wir müssten langsam zum Ende kommen. Ich habe ja vorhin schon die Ansage bekommen, keine 3, sondern nur 2 Stunden. Ja. Ich würde jetzt hier noch die eine Frage von Timo kurz, der hat gefragt, wie viel Wert legt ihr auf die Ausgangsstellung vor dem Bagger? Frontale Ausrichtung der Füße, Schulter, Achse plus Oberarme vor dem senkrechten Armpendel? Ja, mega wichtig, alles ganz entscheidend. Da muss man dann, also wir haben jetzt ja viele Bälle gesehen, die gespielt worden sind. Wahrscheinlich würde man im Training eine weniger Wiederholungszahlen machen, also dass man den Annahmeschirm mehr Zeit lässt, auch in der Annahmevorbereitung. Und da muss man auf genau diese Punkte hinweisen. Ja, sehe ich ganz genauso. Zwei Sachen wieder dazu. Ich halte es für unverzichtbar, dass es entspannt ist. Bei Jungs sieht das immer ein bisschen angenehmer aus als bei Mädchen. Bei Mädchen hat man ganz oft, oder bei Frauen auch ganz oft, dieses Gefühl, die stehen da unfassbar angespannt und fest in der Annahme und teilweise auch schon extrem tief. Wo ich immer denke, bis ihr aus dieser Position raus seid, ist so viel Zeit vergangen, dass es dann einfach schwer wird. Also ich sehe das genauso wie Timon, aber entspannt. Und die zweite Sache, die ich habe, ist zumindest auch im Frauenbereich so, es hängt ein kleines bisschen von meiner Annahmetaktik, Annahmephilosophie ab. Also wenn ich in einer gewissen Art und Weise was vorbereitet habe, wer vielleicht welchen Schnittpunkt nimmt oder was der Aufschläger wahrscheinlich vorhat, kann es sein, dass aus dem Frontalen vielleicht ein leicht seitlich aufgedrehtes, so tendenziell in der Richtung, wo ich denn mehr annehmen möchte, wird. Ja. Schokoladenseite. Vielleicht aus das oder eine taktische Ausrichtung halt. Hm? Ja.
Okay. Jan, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber dieses Format ist wirklich, das bläst mich weg. Ich habe mit dem Augenwinkel gesehen, dass wir teilweise sogar 280 Zuschauer hatten. Ich habe ein ganz großes Dankeschön erstmal an die vier Athleten. Das finde ich toll, dass ihr das mitgemacht habt. Das waren jetzt 2 Stunden, wo ihr auch viel gestanden habt, wo ihr auch viel dann wieder gemacht habt und Konzentration halten musstet. Vielen, vielen Dank euch. Ich glaube, man applaudiert so. Ja, das auch gerne Applaus in den Chats und so. Likes da lassen. Gemacht. Wahnsinn. Ja. Zeigt doch nochmal, wen ihr denn alles in der Halle habt. Da laufen so viele Helfer rum. Bringt die doch mal alle mit auf ein Corona-konformes Bild. Dass wir da mal einen Screenshot machen können. Da laufen ja noch mehr rum. Hier ist Celine, Tobi. Ich mache mal das Spotlight-Video an für euch, damit wir auch mal sehen, was da alles im Hintergrund. Da waren nämlich nicht nur die 4 Athleten und die 2 Trainer, sondern da waren noch ein paar Helfer mehr. Vielen Dank, ey, Wahnsinn. Das finde ich wirklich großartig, was ihr da, auf die Beine gestellt habt. Kriegen wir den Andreas auch vor die Linse? Ja. Der sitzt da auch hinter dem Mischpult. Ja, aber der kann sich auch mal kurz davor stellen. Eine Wortmeldung von mir. Ja, gerne. Hau raus. Martin, kannst du mich hören oder Stefan? Ja, wir können dich hören. Gut, ich würde euch bitten, dass ihr in der nächsten Woche allen Beteiligten mal 1-2 Kugeln Eis ausgebt. Die kommen ja alle aus Gießen, nehme ich an. Das kauft ihr irgendwie an eine Eisdiele. Und die Quittung schickst du bitte zu mir. Oh, das machen wir gerne. Da werden sie sich freuen. Ja, aber NBOV lade ich euch ein und ganz große Klasse. Vielen Dank. Wo gibt es denn hier Volleyball große Eiskugeln? Ja. Du willst schon eine finden, Stefan. Ja. So, dann bedanke ich mich natürlich auch bei Uwe und bei Peter. Tolle Beiträge, dass ihr das mitgemacht habt. Auch, dass ihr Leute seht, die ihr gar nicht kennt und dazu was sagt. Ich bedanke mich bei den ganzen Zuschauern. Ich glaube, dass dieses Format Zukunft hat. Es wird niemals Präsenz ersetzen, davon rede ich nicht. Aber wenn das irgendwie eine Hybridgeschichte wird irgendwann, der technische Aufwand ist natürlich groß. Vielleicht wird er auch kleiner mit der Zeit. Andreas hat heute sicherlich unglaublich viel Erfahrung auch gemacht, wie alle. Ganz, ganz großartig. Danke, dass ihr das alle mitgemacht habt. Ja. Steffen, dann übergebe ich dir nochmal das Wort. Ich übernehme nochmal. Auch mal von mir herzlichen Dank an alle Teilnehmer da in Gießen. Der Wahnsinn, was ihr da heute da aufgebaut habt, geleistet habt. Ich würde auch vorschlagen, ich lasse auch mal was springen. Und zwar dürft ihr euch einfach aus meinem Shop jeder ein T-Shirt aussuchen, aus unseren über 100 Volleyball-Motiven. Am besten weiß ich, ob das wir über Martin machen, dass der das organisiert, dass ihr dann einfach sagt, wer welches Motiv mit welchem T-Shirt und eine Größe habt. Und dann mache ich da eine Bestellung fertig und schicke das zu Martin und der verteilt das in Gießen, damit ihr quasi für den Aufwand, den ihr heute betrieben habt, auch mal was zurückbekommt. Ja. Sehr schön. Vielen Dank, Steffen. Super. Von mir herzlichen Dank für euren Einsatz. 280 Zuschauer, absoluter Rekordwert. Ja, also das hatten wir in 13 Folgen Trainertalk noch nicht. Und das macht mich auch stolz, dass Volleyball Freak dafür eben auch die Plattform zusammen mit den Landesverbänden, also wir dürfen da nicht vergessen, WVV, den NWVV, den Berliner Volleyballverband und Bayern natürlich, die mit ihren Netzwerken da auch den Trainertalk da machen zu dem, was er jetzt eigentlich ist nach 13 Folgen und mit dem jetzt absoluten Höhepunkt gerade erreicht hat. Ja, eine Kleinigkeit noch. Ich würde einmal kurz noch hinweisen auf die nächste Trainerfortbildung, die wir anbieten. Am Donnerstag bei Dirk Groß könnt ihr euch antun, den Block vom Anfänger bis zur Elite-Spieler. Und ansonsten, wie gesagt, das Format, die Aufzeichnung gibt es im Anschluss natürlich wieder bei YouTube. Könnt ihr euch nochmal live anschauen, auch hier in der Halle, wo ihr dann so eure Technik dann verbessert bekommen habt. Könnt ihr eure Tipps nochmal nachschauen. Und ich sage danke. Und wir sehen uns dann wieder nächsten Sonntag. Jan, hast du das Thema schon parat? Nächsten Sonntag haben wir Jugendsysteme. Nein. Wie heißt denn das? Jetzt hast du mich richtig kalt erwischt. Wir haben nicht Jugendsysteme, sondern Jugendförderung. Volleyball. Das ist schon mal nicht gut. Volleyball, das hatten wir schon zweimal. Jetzt hast du mich richtig kalt erwischt. Rede doch noch mal kurz. Okay, wir kommunizieren das im Laufe der Woche, würde ich sagen. Also es geht um Jugend. Jugendförderung. Okay.
Genau. Also wie Vereine besser mit ihrer Jugendkoordination betreiben können und so weiter. Genauere Infos folgen wieder im Laufe der Woche. Und ich sage Dankeschön, habt noch einen schönen Sonntagabend. Und wir sehen uns nächsten Sonntag wieder in alter Frische. Das wird das letzte Mal sein vor der Sommerpause. Genau. Das können wir vielleicht nochmal ansagen. Und denkt dran, wie immer ist das Format kostenlos. Unterstützt uns gerne mit einem virtuellen Kaffee. Chat, in den Chat und in die Kommentare packe ich euch den Link. Und dann sehen wir uns wieder. Tschö bis ö. Tschüss. Danke, tschüss. Gut.